Die Wingmakers Vision. Evolution durch das souveräne Integral. Dieses Interview, das ursprünglich irgendwann zwischen dem 17. und 27. November 2008 in englischer Sprache zwischen Projekt Camelot und James geführt wurde, erschien zunächst in auszugsweiser deutscher Übersetzung, auf der diese vollständige Übersetzung hier aufbaut. Im Nexus Magazin 21, Februar, März 2009. Anmerkung zur deutschen Übersetzung. James' Antwort auf Frage 1 unten: Wie viel von der Wingmakers Geschichte ist wahr bzw. basiert auf Fakten, ist für Leser, die den ganzen Inhalt der Website nicht kennen, und das gilt für viele deutsche Leser, weil eben das meiste von der Website noch nicht ins Deutsche übersetzt wurde, kaum verständlich. Die auf der Erde angesiedelten Handlungen sind unter anderem die Handlungsstränge, die in den vier sogenannten Neruda-Interviews beschrieben sind. Eine wie Science-Fiction klingende Geschichte, in der erzählt wird, wie das Wingmakers-Material auf der Erde entdeckt wurde, in die Hände von Geheimdiensten kam und dann doch an die Öffentlichkeit dringen konnte. Die meisten derjenigen, die das Material auf der Wingmakers-Seite entdecken und davon angezogen sind, fragen sich angesichts des unseren gewohnten Verstand sprengenden Inhaltes auf der Seite früher oder später, ob die Seite als Wahrheit oder einfach zur Unterhaltung oder Täuschung gedacht ist. Auf der Webseite selbst findet sich keinerlei Hinweis darauf. Wenn du noch wenig vom Wingmakers Material kennst, ist es wahrscheinlich besser, die Antwort auf die erste Frage einfach zurückzustellen und bei Frage 2 mit dem Lesen zu beginnen. Wie viel von der Wingmakers Geschichte ist wahr bzw. basiert auf Fakten? Die Handlungen, die auf der Erde angesiedelt sind, gründen auf einer Technik, die Sensory by Location, kurz SBL heißt und vom Konzept her dem Remote Viewing vergleichbar ist. Die Handlungen gründen auf den Erkundigungen, die ich mit Hilfe dieser Technik durchgeführt habe, soweit es den ACIO, die Incunabula, Illuminaten, die UFO-Vertuschungen etc. betrifft. Die Namen, Identitäten und Orte dieser Elemente wurden sodann verändert, sodass ich sie mit dem mythologischen Handlungsstrang der Wingmakers verweben konnte und so, dass auch der Schutzmantel intakt bleiben konnte, der diese Organisationen umgibt. Es war nicht meine Absicht, diese Organisationen oder ihre zweifelhaften Pläne und Absichten fortzuführen. Jedoch war ich mir bewusst, dass unter denen, denen die Wahrheit und ihre Aufdeckung am stärksten am Herzen liegt, viele sind, die sich mit Verschwörungen beschäftigen. Der kosmologische Rahmen der Geschichte ist mythisch, während die eher auf der Erde angesiedelten Elemente, die in den Neruda-Interviews enthalten sind, auf meinen Erfahrungen mit SBL gründen. So mancher, der sich mit den aktuellen Ereignissen befasst und diese kommentiert, zeigt sich beunruhigt von den scheinbar düsteren Botschaften bzw. den Warnungen vor möglichen großen Problemen. Andere wiederum konzentrieren sich allein auf Botschaften der Hoffnung und des Lichts und weigern sich, den schlechten Nachrichten überhaupt Aufmerksamkeit zu schenken. Wir selbst haben zwar keine Probleme damit, beide Ansichten miteinander zu vereinen, weil wir verstehen, dass es von jedem von uns abhängt, ob und wie sie sich manifestieren. Aber einige unserer Leser verschreiben sich entweder der einen oder der anderen Sichtweise. Welche Philosophie vertrittst du bzw. diejenigen, für die du sprichst, hinsichtlich dieses Dilemmas? Kannst du Licht auf die aktuelle Debatte der beiden Gruppen werfen, die sich ja beide um die Zukunft unserer Welt sorgen? Der beunruhigende Zustand unserer Welt ist durchaus sehr real. Wenn wir uns die Politik der Regierungen weltweit anschauen, dann ist da wenig zu sehen von Zusammenarbeit, Menschlichkeit, erleuchtetem Handeln oder generell intelligentem Verhalten,
das auf Gleichwertigkeit und Einheit basiert. Die Menschheitsfamilie gehört seit Tausenden von Generationen zusammen. Die Menschen kehren stets zurück auf ihren Heimatplaneten Erde, um dort weiterzumachen, wo die jeweils vorangegangene Generation in puncto Herrschaft, Befriedigung niederer Gelüste, Lebenskomfort und Technologie aufgehört hat. Die emotionale Reife dagegen bleibt im Bodensatz aus Vergewaltigung, Missbrauch, Versklavung, Krieg, Unaufrichtigkeit, Gier, Regierungsbetrug und hunderter weiterer Laster stecken. Dafür verantwortlich sind schwache, desillusionierte Menschen, die darauf programmiert wurden, nur die äußere Manifestation des menschlichen Geistes sowie seine Grenzen zu sehen. Die Menschheitsfamilie erbaut über all die Tausenden von Generationen hindurch eine Pyramide manifestierten Lebens und jede neue Generation baut eine neue Schicht, eine Verbesserung an Technologie und Lebenskomfort. Wir nähern uns der Spitze der Pyramide, wo es nichts mehr hinzuzufügen gibt. Die Pyramide ist fertiggestellt und wir, jeder und jede von uns, müssen uns jetzt unser Werk ansehen und uns fragen, wie es unser transzendentes Wesen, unser wahres Selbst, zum Ausdruck bringt. Die Pyramide der Menschheit ist in der dreidimensionalen Welt manifest, aber sie entspringt einer Reihe von Annahmen, die fehlerhaft sind. Welches sind diese Annahmen? Was macht sie fehlerhaft? Wie ist die Menschheit vom Kurs abgekommen und hat Zivilisations- und Gesellschaftsstrukturen errichtet, die solch armselige Widerspiegelungen dessen sind, wer wir wirklich sind? Es gibt da ein spezielles Systemgefüge, das sich über Millionen von Jahren hinweg gebildet hat, um die Menschheit wieder und wieder auf den Entwicklungsstand herunterzuziehen, aus dem heraus sie nichts als mangelhafte Kulturen hervorbringen kann. Um deine Fragen differenziert beantworten zu können, muss ich zunächst dieses System erklären und ein paar neue Aspekte einführen. Auf www.lyricus.org wird dieses Systemgefüge als Unterdrückung des souveränen Integrals bezeichnet. Seine 9 Hauptkomponenten werde ich gleich darlegen. Bevor du Leser oder Leserin nun weiterliest, möchte ich dich warnen. Im Folgenden erwartet dich eine ernüchternde, unverblümte Analyse dieses unterdrückenden Systems und ich empfehle allen, während des Lesens eine neutrale Haltung gegenüber meinen Antworten einzunehmen. Informationen, die du als zu hart oder angsteinflößend empfindest, solltest du vorerst übergehen und dir lieber später noch einmal vornehmen. Das Folgende ist nicht für jeden geeignet. Einige mögen sich bedroht fühlen und verängstigt sein, während andere das Gefühl haben werden, jemand habe ihnen den Boden unter den Füßen weggezogen. Falls du zu einer dieser Kategorien gehörst, bist du vielleicht noch nicht bereit für eine Konfrontation mit den Gegebenheiten. Das geheime Systemgefüge zur Unterdrückung des souveränen Integrals. System des menschlichen Geistes, kurz SMG, in Englisch Human Mind System, H oder HMS. Das System des menschlichen Geistes gliedert sich in 3 Hauptfunktionsmechanismen. Das Unbewusste bzw. der genetische Mind, in Klammern Geist, das Unterbewusste und das Bewusste.
Diese drei Komponenten bilden zusammen das, was die meisten Menschen als Bewusstsein bezeichnen. Das SMG, also System des menschlichen Geistes, wirkt wie ein undurchsichtiger, verzerrender Schleier, der sich zwischen die Menschheit und ihr wahres Selbst geschoben hat. Und dieser Schleier verfälscht die Ausdrucksform des Menschen innerhalb des Bereichs, den wir als Wirklichkeit bezeichnen. Der unbewusste genetische Mind ist die Wurzel der gesamten Menschheit, sämtlicher Familiengeschlechter ebenso wie jedes einzelnen Individuums. Unsere grundlegenden Gedankenmuster, und dies ist ganz wichtig, entstammen vorwiegend diesem unbewussten Teil unseres Bewusstseins, das der genetische Mind ist, also in Klammern Geist, Verstand. Zwar hält sich jeder Einzelne für ein individuelles, einzigartiges, eigenständiges Wesen, aber in Wahrheit ist er das nicht. Nicht, was das SMG angeht. Stell dich dir selbst als ein Abbild der Menschheitsfamilie vor, das wiederum in einem Abbild deiner Eltern und Familie steckt, das in einer individuellen Gestalt ruht, in dir. Das Du ist das individuelle Erscheinungsbild des SMG. Aber es wurzelt ganz und gar in dem Boden, den die Menschheit und deine Familie bilden. All dies wird in den sich entwickelnden Fötus eingespeist, lange bevor dieser geboren wird. Eben deshalb bewegt sich der Mensch auch heute, nach tausenden Generationen, noch immer innerhalb derselben alten Muster von Habgier, Trennung und Selbstzerstörung. Das Bild im Spiegel trägt zwar mit jeder neuen Generation bessere Kleidung und macht einen immer gebildeteren Eindruck, aber unter der Oberfläche stecken noch immer dieselben Gefühle, Gedanken und Verhaltensmuster. Die soziale und kulturelle Entwicklung, die von den Unterhaltungs- und Bildungssystemen gesteuert wird, vereinnahmt das Individuum während der Entwicklungsjahre, in Klammern im Alter zwischen 3 und 14, indem es die im SMG enthaltenen Programme und Untersysteme aktiviert und so sicherstellt, dass das Individuum sich der Wirklichkeitsmatrix von Zeit und Raum anpasst. Selbst die Nonkonformisten, die sich als Aussteiger betrachten, bewegen sich innerhalb der Grenzen des SMG. Als nächstes Geld-Macht-Netzwerk, kurz GMN. Das SMG, System menschlichen Geistes, also des Verstandes. Das SMG existiert, damit die Elite mittels des Geld-Macht-Netzwerks Kontrolle ausüben kann. Geld ist das vorrangigste Ziel der Elite, weil es seinen Besitzern Macht verleiht. Geld existiert in vielerlei Form, als Edelmetalle und Erdöl. Grundbesitz und Immobilien, Bodenschätze sowie Produkte und Dienstleistungen. Geld ist der Gott der Elite und ihre Banken sind die religiösen Institutionen, in denen sie ihren Gott anbeten. Die Führungsschichten von Konzernen, Regierungen, Untergrundorganisationen und Banken kontrollieren das GMN, Geldmachtnetzwerk. Personen in Machtpositionen, insbesondere im Bankensektor, sind dem GMN verpflichtet und manipulieren die Menschheitsfamilie im Sinne ihrer Agenda. Interdimensionale universelle Struktur, kurz IUS. Die interdimensionale universelle Struktur bezeichnet die Struktur,
die den verschiedenen Wirklichkeitsbereichen zugrunde liegt. Sie regelt auch, wie diese Bereiche miteinander verknüpft sind. Die IUS ist ein hochkomplexes Thema, das ich hier nur oberflächlich streifen kann. Der Mensch ist sowohl dimensional als auch interdimensional. Erste Quelle, das sind wir alle. Sie ist das kollektive Wir. Sie ist nicht etwa irgendein Gott, der einen fernen Winkel des Universums bewohnt. Erste Quelle ist das nicht vom SMG behinderte menschliche Kollektiv. Erste Quelle teilte sich in einzelne Ausdrucksformen auf, in uns. Anfangs bewohnten wir immaterielle Dimensionen, existierten aber auf Quantenebenen in Zeit und Raum. Als jedoch die Dimensionen allmählich an Dichte zunahmen, weil sich die Schöpfung, in Klammern unsere Schöpfung, entfaltete, wurden wir, die interdimensionalen Einzelwesen, dazu verführt, menschliche Gestalt anzunehmen. Federführend bei dieser Verschwörung war Anu, der König der Anunnaki, der Sklaven brauchte, um die materiellen Goldvorräte auszubeuten, die die Erde im Überfluss barg. Die Wesen, die wir heute als die Atlanter bezeichnen, waren einst interdimensionale Wesen, die auf der Erde lebten. Mit List und Tücke machte Anu sie zu menschlichen Werkzeugen. Diese Verkörperung war ein groß angelegtes Experiment menschlicher Erschaffung und das System des menschlichen Geistes, in Klammern SMG, stand im Mittelpunkt dieses Projektes. Anu erkannte, dass der einzige Weg, die Atlanter zu versklaven, der war, sie in einem Mind-System abzuschotten, das ihre Fähigkeit, ihre wahre Natur zum Ausdruck zu bringen, mindern würde und sie stattdessen das innerhalb des SMG eingebaute Programm ausdrücken ließ. Diese Programme waren die Schöpfung Anus und seiner Wissenschaftler. Gott, Geist, Seele-Komplex, kurz GGSK. Der Gott, Geist, Seele-Komplex ist das zentrale Element des SMG, also des System menschlichen Geistes, Verstandes. In ihm wurzelt die Trennung. Das menschliche Einzelwesen ohne das SMG ist nach der Wingmakers-Mythologie das souveräne Integral. Es ist die wahre Identität eines jeden Menschen. In dem Modell vom souveränen Integral sind wir alle Götter unseres lokalen Multiversums. Und gemeinsam bilden wir die erste Quelle des Multiversums. Warum wurzelt die Trennung im GGSK, also im Geist, Gott-Geist-Seele-Komplex? Wir kennen zwei Wege, Religion und Spiritualität. Es sind zwei Seiten derselben Münze. Und diese Münze ist das GGSK, Gott-Geist-Seele-Komplex. Anu, clever und listig wie er war, war klar, dass die Menschen sich weiterentwickeln würden und dass ihnen irgendwann aufgehen könnte, dass sie in Wahrheit souveräne Integrale sind. Behalte immer im Hinterkopf, dass die Atlanter ja hochentwickelte Wesen waren, bevor Anu sie zu menschlichen Werkzeugen machte. Auch besteht das menschliche Werkzeug ja nicht nur aus dem physischen Körper, sondern umfasst auch die Emotionen und das SMG. Das menschliche Werkzeug setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen, und wenn der physikalische Körper stirbt, bleibt ein höherdimensionaler Körper bzw. eine höherdimensionale Hülle bestehen, dem der physische als Grundlage dient. Einige bezeichnen diesen höherdimensionalen Körper als Seele, andere nennen ihn den Astralkörper, doch in Wahrheit ist er lediglich eine Hülle.
durch die das souveräne Integral agiert. Auch ohne den physischen Körper bleibt das souveräne Integral somit dem SMG und den meisten seiner Programme unterworfen. Nicht einmal der Tod befreit das souveräne Integral vom Einfluss des SMG, des System menschlichen Geistesverstandes, beziehungsweise der Programmierung des menschlichen Werkzeugs. Die Anunnaki schufen das SMG, um das souveräne Integral, das wahre, grenzenlose und ewige Selbst, auf diesem Weg in ein Gefängnis aus künstlich erzeugten Illusionen und Täuschungen zu sperren. Das menschliche Werkzeug wurde mit dem SMG ausgestattet und das souveräne Integral bildete die Lebenskraft, die das Werkzeug antrieb. Ein Aspekt des GGSK, Gott-Geist-Seele-Komplexes, war das Programm, das wir als Angst vor dem Tod bezeichnen, die Angst vor der Trennung, die Angst vor dem Nichtsein. Diese im Menschen so stark ausgeprägte Angst war es, die das Konstrukt eines getrennten Gottes entstehen ließ, von dem angeblich ein getrennter Geist ausging, der das Universum erfüllte und der uns alle als Einzelwesen schuf. Ob jemand über die Religion oder die Spiritualität zu Gott gelangt, ist unerheblich. In beiden Fällen will das Individuum die Angst vor dem Tod in sich zum Schweigen bringen, so wie es das Programm vorgibt. Anu, der König der Anunnaki, erhob sich selbst zum Gott über die Welt der Menschen. Der Pfad zu Gott folgt, unabhängig von Religion oder spiritueller Gesinnung, immer demselben Programm. Wir alle sind Menschen mit einer Seele, und diese Seele muss erlöst und erhöht werden, damit wir gerettet werden. Durch unsere Rettung werden wir der Verantwortung für die Situation auf Erden enthoben und mit dem ewigen Leben im Reich Gottes, in Klammern jedweden Namens, belohnt, auf dass wir in ewiger Seligkeit schwelgen oder als Lehrer des Lichts dienen können. Das Konstrukt vom Erlöser und Herrn ist ein wesentlicher Bestandteil des GGSK und bringt den Menschen dazu, nach einem Meister zu suchen, der ihn zum Aufstieg, zur Rettung und ins Nirvana führt und ihm beibringt, wie man ein moralisch einwandfreies Leben führt und sich die ewige Glückseligkeit sichert. Es gibt Meister des Lichts von großer Weisheit, die dennoch innerhalb der Grenzen des SMG bleiben, ohne zu wissen, dass sie noch immer daran teilhaben. Das System ist so subtil, dass man selbst dann noch in ihm gefangen ist, wenn man längst meint, Selbsterkenntnis erfahren zu haben. Die Ausmaße des Ganzen sind enorm, insbesondere im Vergleich zur materiellen Welt. Die Retter erscheinen in vielerlei Gestalt, als zweiter Christus, zorniger Gott, Mutter Erde, Naturgeister, die Herrscharen der Engel, Propheten und Außerirdische, die sich für die Menschheit einsetzen. Aber jeder von uns ist sein eigener und einziger Retter, sein einziger Meister. Nur wir selbst können aufbegehren, das Unterdrückersystem in uns lahmlegen und das Bewusstsein des souveränen Integrals wecken. Genau darin besteht der Weg der Befreiung. Und darauf werde ich im Folgenden noch ausführlicher eingehen. Kurz gesagt ist das GGSK der Aspekt des SMG, der das Gefühl des Getrenntseins aufrechterhält.
sowie verschiedene Sprachen, Religionen und spirituelle Richtungen die Menschheitsfamilie trennen, hilft das GGSK, eine ganze Spezies zu kontrollieren und gefügig zu machen. Todesstress-Einspeisungsnetzwerkschleife, kurz TENS oder TENS. Wie der lange Name schon andeutet, ist die TENS, also die Todesstress-Einspeisungsnetzwerkschleife, verantwortlich für den Abstieg zur Manifestation als Mensch und gleichzeitig die Fessel, die uns an die materielle Welt bindet. Das TENS-Modul des SMG befindet sich im Solarplexus-Bereich des menschlichen Werkzeugs. Hier wird es ein wenig kompliziert. Das SMG ist das Hauptnetzwerk und es ist über Schnittstellen mit anderen Systemen verbunden. Eines davon ist die TENS. Sie sitzt zwar im Solarplexus, ist aber ein komplexes Netzwerk, das sich vom Solarplexus aus ausbreitet und bis zum Herz, Nacken und Kopf erstreckt. Es ist eine ätherische Struktur, die Angst, Nervosität, Stress und Unruhe sammelt, aufnimmt und verbreitet. Das Modul wird von der Programmierung Zukunftsangst dominiert, aber Anu hat dafür Sorge getragen, dass es auch an die Urangst vor dem Tod und dem Nichtsein gekoppelt ist. Die TENS ist für viele Fehlfunktionen im menschlichen Verhalten verantwortlich. Und sie bringt Menschen dazu, einen religiösen und spirituellen Weg einzuschlagen. Polaritätssystem, kurz PS. Dies ist ein Untersystem der TENS, das Polarität im SMG schafft und so für Spannungen sorgt. Aus diesen Spannungen heraus entstehen Zwiespalt und Disharmonie. Solange du innerhalb des SMG existierst, und das tust du, lebst du in der Polarität. So einfach ist das. Die Polarität aktiviert und nährt das SMG, das System menschlichen Geistes. In der Polarität ist das menschliche Werkzeug buchstäblich zerrissen und genau das ist es, was die Erschaffer des SMG mit diesem System bezwecken wollten. Genetisches Manipulationssystem. Das genetische Manipulationssystem ist das gemeinsame Werk verschiedener interdimensionaler Spezies, die nach einem geeigneten Instrument für die materielle Welt suchten. Anu wollte nicht einfach nur Werkzeuge, die für ihn die materielle Welt ausbeuteten, er wollte ausdrücklich menschliche Werkzeuge, die von unterdrückten, unendlichen Wesenheiten angetrieben wurden und so willige Sklaven sein würden. Ja, grenzenlose Wesen lassen sich durchaus in Grenzen sperren, wenn sie dem SMG unterworfen werden. Für das GMS entschied man sich während der Entwurfsphase des menschlichen Werkzeugs. Das System sollte den Menschen im Laufe seiner Entwicklung so verändern, dass dieser auf keinen Fall je Selbsterkenntnis oder das Bewusstsein des souveränen Integrals erlangen würde. Satori, Nirvana, kosmisches Bewusstsein, Erleuchtung und Verzückung bezeichnen allesamt erhöhte Zustände innerhalb des GGSK, das seinerseits im SMG angesiedelt ist. Aber um die Bewusstwerdung des Menschen ganz sicher zu verhindern, aktivieren diese erhöhten Zustände das GMS. So hat der Mensch nie, nicht einmal nach dem Tod, den wahren Zustand des souveränen Integrals erlangen können. Bis vor kurzem. Ganzheitsnavigator, kurz GN. Der Ganzheitsnavigator ist das Element des SMG, das das Individuum zur wahren Suche nach Gott animiert,
Also zur Suche im Kontext von wahrer Ganzheit, Einheit und Gleichheit. Manche Menschen begeben sich auf diese Reise, weil sie sich verpflichtet fühlen, den Erwartungen von Eltern oder Lebenspartnern zu entsprechen oder weil ein Gefühl der Schuld sie dazu treibt. Die wahre Suche, wie sie der Ganzheitsnavigator vorgibt, ist eine Schnittstelle jüngeren Datums, die durch das offene GMS-System aktiviert wurde. Zwar ist auch der GN, also Ganzheitsnavigator, ein Produkt des SMG, des System menschlichen Geistes, aber er hält dennoch eine Hintertür zur Befreiung offen. Nachtodsystem, NTS. Das Nachtodsystem sorgt dafür, dass das Individuum nach seinem Tod auf der anderen Seite von Wesen empfangen wird, die es führen und ihm dabei helfen, seine Lebenserfahrungen kritisch zu prüfen, Schwächen auszuloten und dann zurückzukehren, um die Fehler des vergangenen Lebens zu berichtigen. Oder anders ausgedrückt, das NTS, das Nachtodsystem, bedeutet Karma und Reinkarnation. Durch das NTS verharrt das souveräne Integral in den Fängen der Illusion, obwohl die Illusion in diesem Fall eine höhere Realität darstellt, wenn man sie mit der physischen Existenz auf der irdischen Ebene vergleicht. Durch das NTS wird das souveräne Integral wieder und wieder in die materiellen Dimensionen zurückgeschickt. Dieser Prozess wurde ursprünglich ersonnen, um die Welt auf Anu vorzubereiten, damit er in die irdische Ebene hineingeboren werden und als unangefochtenes Oberhaupt über die Erde herrschen könnte. Dieses mögliche Szenario wurde jedoch inzwischen verworfen. Noch einmal die Zusammenfassung der einzelnen Abkürzungen. System des menschlichen Geistes, SMG. Geld-Macht-Netzwerk, GMN. Interdimensionale universelle Struktur, IUS. Todesstress-Einspeisungsnetzwerkschleife, TENS. Gott-Geist-Seele-Komplex, GGSK. Polaritätssystem, PS. Genetisches Manipulationssystem, GMS. Ganzheitsnavigator, GN. Nachtodsystem, NTS. Die genannten neun Komponenten bilden den Gefängniskomplex, in den jeder Mensch hineingeboren wird, in dem er lebt und stirbt, ganz gleich, wie viele Lebenszyklen er durchläuft. Durch die Unterdrückung des souveränen Integrals leben wir alle in einer Matrix-ähnlichen Welt aus Illusion und Täuschung. Zwar dienen die Menschen nicht länger den Anunnaki als Arbeitskräfte für die Goldförderung, aber die genetische Altlast in Form des SMG und der übrigen Komponenten ist nach wie vor aktiv. Und die Elite hat gierig die Zügel ergriffen, die die Anunnaki haben fahren lassen. Es ist längst überfällig, dass die Menschen erwachen und merken, an was sie da teilhaben. Sie müssen lernen, wie sie es beenden können, Mensch für Mensch. Wir selbst sind der Schlüssel zu unserem Dilemma und wir müssen lernen, wie wir die Unterdrücker-Matrix deaktivieren können, damit wir zum Bewusstseinszustand des souveränen Integrals gelangen, uns seine Verhaltensintelligenz zu eigen machen und uns aus der geistigen und materiellen Gefangenschaft befreien können. Wer auf Hoffnung und Licht vertraut und im Hinblick auf einen Wandel in der Welt auf andere und nicht sich selbst setzt, der wird enttäuscht werden. Es ist genau, wie Gandhi einst sagte: Wir selbst müssen der Wandel sein, den wir in der Welt sehen wollen.
Wesentlich ist dabei die Frage, in welche Richtung uns der Wandel führen soll. Hast du dich je gefragt, wie du dein Selbst eigentlich definierst? Was macht dich aus, wenn du in den Spiegel schaust und eine Maske nach der anderen ablegst? Anmaßung, Selbstbetrug, Angst, Gedanken, Gefühle. Was bleibt dann übrig? Die meisten würden wohl sagen, die Seele. Und wenn ich dir nun sage, dass die Seele ohne den Geist, den Verstand, nicht existiert? Der Wandel, den ich in der Welt sehen möchte, besteht darin, dass die Menschen sich endlich als multidimensionale Wesen wahrnehmen, deren Kern das souveräne Integral bildet, das wiederum die Essenz der ersten Quelle in Gestalt eines menschlichen Einzelwesens ist. Wenn die Menschen sich im Einklang mit dem souveränen Integral befänden, würden sie erkennen, dass alles in Ganzheit, Gleichheit und Wahrheit vereint ist. Das ist es, was mit dem großen Portal gemeint ist, von dem die Wingmakers-Mythologie seit 10 Jahren spricht. Jeder Mensch ist ein Portal zu sich selbst, und dieses Portal gewährt ihm Zugang zu den interdimensionalen Welten des souveränen Integrals, wo das menschliche Werkzeug wie ein Weltraumanzug abgestreift wird und das Individuum endlich sein wahres, grenzenloses Wesen begreift. Damit begreift es auch, dass alle, wirklich alle, in diesem Zustand gleich und wir durch diese Gleichheit alle eins sind. Wenn nun alle Menschen als ein Wesen diese allumfassende Erkenntnis haben, das Unterdrückungssystem überwinden und ihr wahres, souveränes Wesen zum Ausdruck bringen, dann bilden sie gemeinsam das große Portal. Das Jahr 2012 ist nur eine Seite in dem Buch mit dem Titel Ära der Transzendenz und der Expansion. Die Täuschungen, die wie dichte Schleier unser Leben umhüllen, werden verblassen, vorausgesetzt, dass genügend Menschen sich selbst wachrütteln, das souveräne Integral in sich erkennen und dessen Wahrheit nach außen tragen. Aber dafür müssen die Menschen sich zunächst in dessen Bewusstsein jenseits des SMG einklinken. Und genau das muss jeder selbst tun. Das Suchen nach Informationen ist vorbei. Das Suchen nach einem Meister, Herrn, Guru, nach einer Religion, einem spirituellen Weg oder Wegweiser ist vorbei. Das Suchen nach Sündenböcken ist vorbei. Das Suchen nach verborgenen Informationen hinter den dunklen Kräften ist vorbei. Es ist der Ausdruck des Bewusstseins des souveränen Integrals und die Deaktivierung des Unterdrückungsnetzwerkes, das in dieser neuen Ära der Fokus für jedes Individuum werden wird. Ich bin der Auffassung, dass unser Planet ein bewusstes Wesen ist und dass Erde und Menschheit in den kommenden Jahren von der 3. in die 4. und dann in die 5. Dichte überwechseln werden. Meiner Ansicht nach befinden wir uns derzeit bereits in der 4. Dichte. Dem Ra-Material zufolge werden nicht alle Menschen in die 5. Dichte eingehen. Einige werden sich dazu entschließen, in der 3. Dichte zu bleiben, weil sie ihre Erfahrungen im Hinblick auf den Dienst am anderen gegenüber dem Dienst am Selbst noch vertiefen wollen. Wie siehst du das? Und wenn du anderer Meinung bist, würdest du diese dann bitte erläutern? Die Erde als Bewusstsein ist nicht definierbar. Sobald man das Bewusstsein der Erde aber beschreibt, definiert man es. Sobald man es definiert, trennt man es auf
Und sobald man es in verschiedene Elemente auftrennt, verfälscht man sein wahres Wesen. Die Erde ist ein Wirtsbewusstsein, das ist ihr wahres Wesen, obwohl auch dieses Bild eine Trennung hervorruft und daher irreführend ist. Ja, die Dichte verändert sich, aber das ist nur ein Artefakt des SMG. Selbst der Glaube daran, dass die nahezu unendlichen Dimensionen der astralen und mentalen Ebenen real sind, ist ein Vergleich mit der materiellen Ebene. Alles, was das menschliche Werkzeug umgibt, also die materiellen, emotionalen, in Klammern astralen und mentalen Dichtebereiche bzw. Dimensionen, ist Teil des SMG und Unterdrückungssystems. Nichts davon gehört zum souveränen Integral und daher ist es unbeständig und in Polarität, Trennung und Täuschung gefangen. Mit anderen Worten, es wurde erschaffen, um zu verbergen, was du in Wahrheit bist. Die Erde wechselt keineswegs in eine andere Dimension, um zu höherem Bewusstsein zu gelangen und aufzusteigen. Und es ist auch keineswegs so, dass einige wenige Glückliche mitgerissen werden, weil sie besser als andere und daher auserwählt sind. Wir, die Menschheitsfamilie, werden vielmehr darauf vorbereitet, als souveräne Integrale auf der Erde zu leben. Ist es das, was 2012 geschieht? Nein. Für die meisten Menschen wird sich 2012 anfühlen wie jedes andere Jahr. Kleine Anmerkung, dieses Interview wurde 2008 geführt bei Projekt Camelot. Die Ära der Transparenz und der Expansion, in der das souveräne Integral sich manifestieren wird, ist nicht auf ein bestimmtes Jahr oder einen Zeitpunkt festgelegt. Es geschieht im Stillen und an den ungewöhnlichsten Orten. Die Menschen werden erkennen, dass ihnen ein System aus Kontrolle, Täuschung und Manipulation einprogrammiert wurde. Auf einer tieferen Ebene werden sie eine neue Klarheit spüren, die sich ihnen hier und da flüchtig zeigt. Sie werden erkennen, dass sie mehr sind als ein System aus Gefühlen und Gedanken, das in einem Körper steckt. Das ist es, was auf uns zukommt. Die Menschen werden aus einer virtuellen Realität erwachen, die ihrerseits in einer virtuellen Realität angesiedelt ist. Die Erde ist Teil dieser neuen Transparenz. Die Natur hat dieses neue Kleid bereits angelegt und trägt es voller Stolz. Aber den Menschen ist dies noch nicht aufgefallen, weil unsere Programmierung unsere Wahrnehmung blockiert. Das Erwachen der Menschheit wird unter anderem von der Natur ausgehen und die Erde bereitet sich gerade darauf vor. Das Ereignis selbst findet nicht etwa statt, weil die Erde sich rächen oder ein zorniger Gott die Menschen strafen will. Vielmehr bringen Erde und Natur die neue Transparenz auf ihre ganz eigene Weise zum Ausdruck. Lass mal die folgende Geschichte auf dich wirken. Fortgeschrittene Menschenwesen, die auf einer interdimensionalen Ebene lebten, wurden mit List dazu gebracht, menschliche Instrumente zu bewohnen, die von einer fremden Intelligenz entworfen worden waren, den Anunnaki. Als dieser Arbeitstrupp entwickelt war, wurden die physisch verkörperten Menschen ihrer Begrenzung gegenüber ausgesprochen duldsam, weil diese Begrenzung so angelegt war, dass sie das Bewusstsein des souveränen Integrals der unendlichen und ewigen Lebenskraft, die ihre menschlichen Gefährte antrieb, systematisch unterdrückte. Schon ganz früh vermischten sich menschliche Blutlinien
mit ihren Designern und der evolutionäre Weg der Menschheit in die Vielgestaltigkeit wurde beschleunigt. Ein Teil dieser Diversität war innerhalb der Elitegesellschaften enthalten, die dabei halfen, die Trennung der menschlichen Familie im Geldmachtnetzwerk zu formulieren. Die Designer, Götter, die Anunnaki, waren schließlich mit ihren Minenarbeiten zufrieden und ließen die Erde und die von ihnen erschaffenen Menschen zurück. Das menschliche Genom war innerhalb des SMG, System des menschlichen Geistes, anpassungsfähig und entwickelte sich weiter zu der menschlichen Familie unserer Tage, die wir jetzt im 21. Jahrhundert kennen. Jetzt haben wir also eine Rasse von Wesen, die in einem Unterdrückungssystem gefangen sind, ohne das zu wissen. Die Götter anbeten, die nicht existieren, die an Himmel und Höllen glauben, die Teil der System des menschlichen Geistes, in Klammern SMG, Landschaft sind. Meister und Retter um Erlösung ihrer Sünden und Absolution ihrer moralischen Apathie anflehen und immer weiter Tod und das Ende ihrer Existenz fürchten, als wären sie ihrer wahren Natur absolut unbewusst. Nehmen wir einmal an, du wärest der wahre Gott, erste Quelle. Was würdest du tun, um die Menschen dazu zu bringen, aufzuwachen und ihr wahres Wesen zu erkennen? Welchen Prozess würdest du einleiten, um die Menschheitsfamilie zu der Erkenntnis zu führen, dass alles, woran sie glaubt, der Täuschung und Unterdrückung ihrer wahren Natur entspringt, wobei ihnen bewusst wäre, dass sich all die Komponenten des Unterdrückungssystems nicht über Nacht aufheben lassen, beziehungsweise dass die Menschen dadurch wahrscheinlich verrückt oder, schlimmer noch, sterben würden. Wie würdest du vorgehen? Der ersten Quelle steht auf dem Schachbrett nur eine begrenzte Zahl an Zügen zur Verfügung, weil die Menschheit in einem Gefängnis sitzt, dessen Wärter das Geldsystem kontrollieren und die Macht innehaben. Auch spirituelle und religiöse Führungspersonen sitzen in diesem Gefängnis. Zwar sitzen sie in den Zellen, die den Rechtschaffenden vorbehalten sind, aber eingesperrt sind sie dennoch. Auch interdimensionale Wesen wie aufgestiegene Meister und Engel sitzen in diesem Gefängnis. Wenngleich sie, verglichen mit den menschlichen Insassen, nahezu unbegrenzte Freiheiten genießen. Einer Handvoll Menschen ist es gelungen, dem SMG und seinen trennenden Untersystemen zu entkommen und aus dem Gefängnis auszubrechen. Aber es sind nur einige wenige und ihre Texte, Geschichten und Methoden werden von den übrigen Insassen gemeinhin als verrückt bezeichnet. Und wenn es Menschen gelingt, auszubrechen, schickt das Gefängnis umgehend seine Wärter aus, um sie wieder einzufangen oder sie in Misskredit zu bringen, sodass alles, was sie tun, den anderen Menschen übernatürlich oder gar dämonisch erscheint. Das eigentliche Problem besteht darin, dass die Menschen das Gefängnis, in dem sie sitzen, nicht sehen und auch die Wärter nicht als solche erkennen. Sie sind sich ihrer Gefangenschaft nicht bewusst. Daher versuchen sie auch nicht auszubrechen. Wenn sie zu fliehen versuchen, dann höchstens vor Dingen wie Langeweile, Angst, Armut, Schmerz, unbefriedigenden Beziehungen, Krankheit, Niedergeschlagenheit und Hoffnungslosigkeit. Dass ihr wahres Wesen, das souveräne Integral, das in ewiger uneingeschränkter Ganzheit, Gleichheit und Wahrheit existiert, unterdrückt wird, berücksichtigen sie auf ihrer Suche gar nicht erst. Erde, bestehend aus den Tier-, Pflanzen- und mineralischen Königreichen sowie den Elementen Luft, Wasser
und Feuer in Kombination mit Natur, wie sie vom Kosmos definiert wird, ist die Königin auf dem Schachbrett, das erste Quelle nutzen kann. Das alles sind strategische Instrumente, durch die bestimmte Bereiche des Gefängnisses zerstört werden und durch die Individuen, die angemessen vorbereitet sind, ihre Identität als souveränes Integral wieder zu sich nehmen und eine neue Transparenz und Expansion innerhalb ihrer Ganzheit etablieren können. Nun ist es aber so, dass, auch wenn einige der Gefängnismauern zum Einsturz gebracht werden können, dies nicht bedeutet, dass nun automatisch alle Insassen sogleich hinauslaufen und ihre neu gefundene Freiheit auch verkörpern. Das Gefängnis nämlich besteht aus zahlreichen Mauern, und wenn eine davon fällt, so löst das zwar zunächst eine Welle relativer Freiheit aus, aber die nächste Mauer ist nicht weit, und dahinter kommen weitere. Das Gefängnis ist ein Labyrinth, und solange der Mensch sich bei der Definition seiner Welt auf Bilder, Vorstellungen, Geräusche, Worte, Gefühle und Gedanken stützt, bleibt er innerhalb der Mauern des Gefängnisses, bleibt das souveräne Integral unterdrückt. Viele Menschen werden sich in der Weite und angesichts des offenen Horizonts der neuen Ära unwohl fühlen. Sie werden sich gegen Transparenz und Expansion sperren, weil sie sich so sehr mit dem SMG, dem System menschlichen Geistes, identifizieren, dass sie alles, was an dieser Identität, an diesem Halt rührt, als Bedrohung empfinden. Andere dagegen, die vorbereitet sind, werden in diese neue Ära hineingleiten wie ein junger Adler, der seinen ersten Flug unternimmt, ein wenig unbeholfen zunächst, aber sich schnell an die neuen Gegebenheiten anpassend. Zwar spielen die Erde und die Natur des Universums bei diesem Befreiungsschlag eine Schlüsselrolle, doch die Vorbereitung darauf liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen selbst. Es ist eine ausgewogene Gleichung. Doppelpunkt Erde/Natur plus die Vorbereitung des Individuums gleich Verwirklichen des souveränen Integrals. Der Ausgangspunkt, von dem aus die Vorbereitung beginnt, ist wesentlich. Wenn dein Ausgangspunkt zur Rückgewinnung des souveränen Bewusstseins in etwas anderem als uneingeschränkter Ganzheit, Gleichheit und Wahrheit wurzelt und du diese Qualitäten nicht in jedem einzelnen Moment zum Ausdruck bringst, wirst du auf zahlreiche Mauern stoßen und jedes Mal wirst du von vorn beginnen müssen. Daher muss der Ausgangspunkt, von dem aus du zur Selbsterkenntnis aufbrichst, ganz auf die Erkenntnis selbst ausgerichtet sein. Das liegt an den mathematischen Gleichungen, die den Verlauf des Prozesses vorgeben. Wie siehst du die Ereignisse in den kommenden Jahren und bis zum Jahr 2012? Wir haben viele Informanten, Erfahrene und Futuristen, die uns Zukunftsvisionen verkünden, die möglicherweise Folgendes einschließen. A. Eine magnetische Vertauschung der Pole. B. Eine physische Polverschiebung. C. Ein koronaler Massenausstoß. Und D. Alle oben genannten Möglichkeiten und das Ganze noch verschärft dadurch, dass Nibiru sich der Erde nähert. Kannst du zu den vorgenannten Szenarien etwas sagen? Hast du Grund zu der Annahme, dass irgendetwas davon eintreten könnte? Ich will das ganz klar machen. Das Universum, in dem wir uns befinden, mit all seiner physischen Großartigkeit und so wie es ist, ist Teil des Gefängnisses, das ich in der vorigen Antwort beschrieben habe. Ich bin mir bewusst, dass der Ausdruck Gefängnis negativ besetzt ist, aber wenn es in einem Gefängnis Möbel gibt, sagst du dann, die Möbel sind böse oder negativ? Nein, es sind einfach Möbel, die zufällig in einem Gefängnis stehen. So ist es auch mit den Planeten und Sternen
und dem Universum als Ganzes. Daher befinden sich alle Phänomene, die eure Sinne wahrnehmen, sei es die Polverschiebung oder ein Erdbeben Stärke 9 innerhalb des menschlichen Geistsystems. Phänomen ist immer Beschreibung. Jeder will eine Vision und strengt sich an, die andere Seite zu sehen, nicht erkennend, dass diese Aspekte, Bilder und Klänge immer noch System des menschlichen Geistes SMG sind, nur eine subtilere Darstellung der Gefängnismauern in den äußeren Bereichen des Labyrinthes. Aus meiner vorherigen Antwort könnt ihr entnehmen, dass ich glaube, dass die Erde, Natur, die Hauptkatalysatoren sind, die erste Quelle orchestriert, um die Menschheit darin zu unterstützen, sich selbst als souveränes Integral zu sehen. Daher wird es sich anfühlen, als wenn die Erde und das gesamte Universum um das Individuum herum immer mehr komprimiert, immer mehr Druck auf das Individuum ausübt, dass der Griff um dein Wesen immer enger wird. Diese Kompression ist genau das Werkzeug, das erste Quelle einsetzt, um deine Aktivierung zu unterstützen. Was Nibiru angeht, so ist er kein Faktor. In einem gewissen Sinn ist er aus einer ganzen Reihe von miteinander verwobenen Gründen, die ich hier nicht näher erläutern will, aus der Gleichung herausgenommen worden. Durch Informanten sind uns verschiedene Berichte zu Ohren gekommen, denen zufolge es eine dunkle Agenda der Illuminaten gibt, die Folgendes vorsieht: Den Zusammenbruch bzw. das Ende des Dollars und Zustände in den USA wie in den 1930er Jahren. Die Verhängung des Kriegsrechts und das massenhafte Einpferchen von Menschen in Gefangenenlagern. Die weltweite Verbreitung von Viren, um 2/3 der Gesamtbevölkerung auszumerzen. Mikrochips für jeden und eine verstärkte elektronische Überwachung, wodurch unsere Freiheit noch mehr beschnitten wird. Zwar widersprechen sich einige der Berichte diesbezüglich, aber dennoch kann man davon ausgehen, dass einige der oben genannten Punkte bereits begonnen haben. Magst du zu diesen Szenarien etwas sagen? Hast du Grund zu der Annahme, dass einige davon tatsächlich eintreten könnten? Die globalen Systeme unseres Planeten lassen sich zusammengenommen als ein Wesen ansehen, das aus Organen wie Herz, Gehirn, Leber und so weiter besteht. Diese globalen Systeme sind Bankwesen, Regierungen, Militär, Religionen, Bildungswesen, Lebensmittelproduktion, Energieversorgung, Transportwesen und Handel. Jedes von ihnen ist ein Organ im Körper der Realität des kollektiven menschlichen Geistessystems oder kurz des kollektiven Systems, KS. Jedes dieser 9 globalen Systeme ist ein Organ, dessen Überleben von den roten Blutkörperchen abhängt, die die Nährstoffe im gesamten Körper verteilen. Diese roten Blutkörperchen sind die Menschen. Und Geld ist der Atem, der dem KS, dem kollektiven System, den Sauerstoff zuführt. Dies ist der Körper der kollektiven Existenz im SMG. Und die Menschen halten ihn durch ihr Überlebensprogramm und den Austausch von Geld am Leben. Das kollektive System ist die Gesamtheit von globalen Systemen, Menschheit und Geld. All diese Aspekte bilden ein einziges System, das scheinbar unmöglich zu kontrollieren ist. Wer aber die Zügel in der Hand hält, indem er das wichtigste Organ, das Gehirn, kontrolliert, hat das gesamte System unter Kontrolle. Das Gehirn des KS ist das Finanzsystem. Es gründet sich auf das Paradigma: Leben ist Geld und Geld ist Leben. Dieses Paradigma ist der Ausgangspunkt menschlicher Existenz.
Aus dieser Gedankenform heraus hat sich der Mensch entwickelt und seine uralten Erinnerungen kommen im modernen Bankwesen zum Ausdruck. Es besteht eine Wechselwirkung zwischen kollektivem System und SMG, also System menschlichen Geistes, und daraus erwachsen die inneren Mauern des SMG-Gefängnisses, das ich bereits beschrieben habe. Der Körper des kollektiven Systems wird schwächer, je näher die neue Ära der Transparenz und der Expansion rückt. Hier, in unserer Zeit, prallen die Kräfte von KS und der neuen Ära aufeinander. Damit sich das souveräne Bewusstsein in der materiellen Welt manifestieren kann, muss sich das kollektive System wandeln und anpassen. Denn die beiden sind wie Wasser und Öl und können sich nicht mischen. Naja, Anmerkung von mir, Transmutation von Wasser und Öl ist auch möglich. Aber das ist ein anderes Thema. Weiter im Text. Also diejenigen, die die Zügel des kollektiven Systems in der Hand halten, haben große Angst, dass irgendwas schiefläuft. Etwas geht vor sich in der Welt, das auf großen Wandel hindeutet. Und Wandel ist nicht gerade etwas, das sie lieben. Im Angesicht von Wandel, was für sie eine Machteinbuße bedeutet, werden sie die haarsträubendsten Pläne in die Tat umsetzen, um die Bevölkerung zerstreut, abgelenkt, unwohl, nervös, verunsichert, in Unwissenheit, von neuen Techniken überfordert, in Angst und Schrecken und ohnmächtig zu halten. Alle Punkte, die du aufgezählt hast und noch weitere, befinden sich in verschiedenen Stadien der Planung. Das heißt nicht, dass sie Erfolg damit haben werden, sie durchzuführen. Aber all das wird geplant und schon daran, dass solche Pläne überhaupt in Erwägung gezogen werden, kann man sehen, in welch düsterem Zustand sich einige Elemente der menschlichen Familie befinden. Das kollektive System wird fallen. Es muss fallen. Die Organe werden den Dienst versagen und der Körper wird sterben. Das wird Zeit brauchen, es wird ein Prozess sein, der viele Jahre dauert und der uns dankenswerterweise eine Übergangszeit bescheren wird, so dass die Menschen sich an den neuen Körper gewöhnen können, der dabei ist, gebaut zu werden, um das neue souveräne integrale Bewusstsein zu unterstützen und zu beherbergen, während es, unser Ursprung, als wir in dieser Welt bekannt wird. In dem Maße, wie jeder von uns sich deprogrammiert und unser System des menschlichen Geistes, SMG, deaktiviert, entsteht infolgedessen ein Zugang zum souveränen Integral. In diesem Zugang liegt die beste Möglichkeit, die wir haben, um den dunklen Plänen, die auf der Erde existieren, entgegenzustehen und um den Übergang zwischen dem zerfallenden kollektiven System KS von heute und dem neuen, das es ersetzen wird, zu erleichtern. Wie können sich deiner Meinung nach die Menschen am besten auf die bevorstehenden Veränderungen vorbereiten, unabhängig davon, welche Bewusstseinsstufe sie derzeit erreicht haben? Wir meinen, dass man sich zwar durchaus in der materiellen Welt vorbereiten kann, dass aber ein sicherer Ort lediglich die Widerspiegelung des Bewusstseins derjenigen ist, die dort versammelt sind, und dass ein Ort so gut sein mag wie jeder andere, abhängig davon, welchen Weg jeder derzeit für sich gewählt hat, um seinen Erfahrungsschatz zu erweitern. Das ist eine komplexe Frage, denn das alles hängt von jedem selbst ab. Aber universelle Unterstützung erhalten wir dabei durch unseren Atem. Unser Atem nämlich verbindet uns mit unserem Ursprung. Und mit Ursprung meine ich nicht unsere Geburt in der materiellen Welt, in diesem oder in einem anderen Leben. Ich spreche vom Bewusstseinszustand des souveränen Integrals, der unser reiner
unverfälschter Seinszustand ist. Der Atem verbindet das menschliche Werkzeug mit seinem Ursprung, ganz gleich, an welchem Punkt der Raumzeit sich der Mensch gerade befindet. Der Atem ist das Portal zwischen den materiellen Dimensionen und den Quanten- bzw. interdimensionalen Bereichen, aber gemeint ist nicht der normale, unbewusst ablaufende Atem, sondern eine ganz besondere Atemtechnik, die wir die Quantenpause nennen. Die Quantenpause besteht aus 4 einfachen Schritten. Atme ein und zähle dabei. Suche dir eine Zahl zwischen 3 und 6 aus, bis zu der du zählst, abhängig von Lungenkapazität, Körperhaltung und Aufenthaltsort. Nachdem du durch die Nase eingeatmet hast, halte den Atem an, wobei du wieder bis zu der von dir gewählten Zahl zählst. Atme dann durch den Mund aus, wobei du wieder zählst. Halte dann wieder genauso lange den Atem an. Das Atemmuster siehst du in der Abbildung, in diesem Fall wurde bis 4 gezählt. Wichtig ist, dass die Symmetrie in den 4 Schritten gewahrt bleibt. Wenn du also im ersten Schritt bis 3 gezählt hast, solltest du das in den übrigen 3 Schritten beibehalten. Das muss nicht auf die Sekunde genau sein. Verlass dich beim Zählen zwanglos auf dein Gefühl und lasse den Fluss nicht ins Stocken geraten. In der Abbildung wird der Ablauf eines Zyklus dargestellt und es ist ratsam, 3 bis 4 Zyklen hintereinander zu absolvieren, bevor man zur normalen Atmung zurückkehrt. Diese Phase der normalen Atmung ist die Vertiefungsphase. Schließ die Augen und setz dich aufrecht, aber bequem hin, wobei beide Füße Bodenkontakt haben sollten. Richte gleich zu Beginn der Vertiefungsphase deine ganze Aufmerksamkeit auf all die Dinge, die nun an die Oberfläche deines Bewusstseins dringen. Denn diese tauchen nicht grundlos auf. All diese Gedanken und Gefühle sollten von der Basis der 6 Herztugenden aus betrachtet werden. Diese sind Wertschätzung, Mitgefühl, Vergebung, Demut, Zivilcourage/Mut und Verstehen. Die Vertiefungsphase, in Klammern Konsolidationsphase, dauert für gewöhnlich 3 bis 5 Minuten. Aber es gibt keine zeitliche Begrenzung für sie. Lass dich dabei von deiner Intuition leiten. Gemeinhin nimmt die Gedanken- und Gefühlsflut mit jeder der 4 bis 5 Vertiefungsphasen ab, bis du dich in der letzten Phase schließlich von allen Gedanken und Gefühlen befreit hast und in den Quantenbereich eingetreten bist. Das Diagramm zeigt einen typischen Ablauf der Quantenpause. In diesem Fall sind es 3 Atemzyklen und eine anschließende Vertiefungsphase, was sich 4-mal wiederholt. Du kannst aber bis zu 5 Atemzügen durchführen, jeweils unterbrochen von einer Vertiefungsphase, wobei auch hier wieder die Symmetrie wichtig ist. Es mag dir unwahrscheinlich vorkommen, dass das Anwenden der Quantenpause ein Mittel zur Deaktivierung des Unterdrückungssystems des souveränen Integrals und dazu die Übergangsphase, in der wir uns gerade befinden, wirksamer zu handhaben ist. Aber ich empfehle dir doch, diese Atemübung 3 Wochen lang auszuprobieren und zu sehen, wohin sie dich führt. Nur durch eigene Erfahrungen kannst du einschätzen, ob die Quantenpause dir tatsächlich etwas bringt.
wenn du nach 3 Wochen täglicher Übung zu neuer Klarheit gelangt bist und sich deine Verbindung zum Ursprung vertieft hat, wird dich das zum Weitermachen motivieren. Mit dieser Entscheidung hast du dir einen neuen Ausgangspunkt geschaffen, der gleichzeitig uneingeschränkter Einheit, Gleichheit und Wahrheit Raum bietet. Es gibt viele Nuancen der Quantenpause und ich ermutige dich, sie für dich selbst zu entdecken, auf deine eigene Art. Was ich hier beschreibe, ist einfach eine Grundanweisung, aber es gibt subtile Aspekte dieser Technik, die machtvolle Verstärkungen sind. Und sie werden sich dir enthüllen, während du die Technik anwendest, also bleib offen, während du sie praktizierst. Noch kurz einige Tipps für den Anfang. Die Quantenpause, die direkt nach dem Ausatmen liegt, kann ein subtiles Gefühl der Panik bei einigen Menschen hervorrufen. Wenn das geschieht, verkürze deinen Rhythmus so, dass jedes Segment kürzer dauert. Wenn du zum Beispiel vorher einen 4er-Atemzyklus hattest, geh auf 3 herunter. Das Gefühl der Panik wird verschwinden, wenn du die Technik praktizierst. Diese Aussetzer oder Quantenpausen haben einen Sinn, den du mit der Zeit verstehen wirst. Ich würde auch vorschlagen, dass du deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem lenkst, auf seinen Klang, wie er sich anfühlt, auch in deinen Lungen, wie deine Lippen den Ausatem formen, wie er durch dein System strömt und so weiter. Diese Sammlung verbindet dich mit dem ersten Punkt oder Ausgangspunkt deines souveränen Integrals, denn es ist der Atem, der das Tor des unendlichen und ewigen Wesens ist, das du in Wahrheit bist, und es ist durch dieses Tor, dass es sich physisch manifestiert. Wenn du die Quantenpause praktizierst, gibt es eine natürliche Tendenz, nach einer Lichterfahrung oder neuen Dimensionen zu heischen, mit Wesen oder sogar mit Gott zu sprechen oder eine Wow-Erfahrung zu machen, die wirklich bestätigt, dass du auf dem rechten Weg bist. Die Praxis der Quantenpause wird dir neue Erfahrungen und Gewahrsein bringen, aber lass deine Erwartungen los. Ich sage es noch einmal, menschliche Wesen lieben Stimuli. Sie lieben es, höhere Dimensionen zu sehen, als wäre Sehen Glauben. Aber alles, was in der Quantenraumzeit existiert, geht nicht konform mit dem SMG. Quanten ist Ursprung. Es ist metaphysisch und geht visueller, akustischer und sinnlicher Erfahrung voraus. Es geht Gefühlen und Gedanken voraus. Daher existiert es vor diesen Stimuli und ist in der Tat in gewisser Weise hinter ihnen verborgen. Die Wow-Erfahrung ereignet sich vielleicht in einer Form, die dein SMG nicht interpretieren kann oder nicht in Bilder, Worte, Gefühle und Gedanken übersetzen kann. Lass daher nach Möglichkeit alle Erwartungen nach bestimmten Erfahrungen los und folge einfach deinem Atem. Der Augenblick, in dem das souveräne Integral in dein SMG hineinkommt und seine Präsenz ankündigt, den wirst du niemals vergessen. Noch wirst du ihn für irgendetwas anderes halten als das, was er ist. Es mag geschehen, während du deine Zähne putzt, eine E-Mail schreibst oder auf dem Sofa liegst. Es geschieht in seiner eigenen Zeit. Zusätzlich zur Quantenpause empfehle ich, dein Leben an neuen Qualitäten auszurichten. Auf der Website www.eventtemples.org kannst du dir kostenlos eine PDF-Datei herunterladen, in der ich ausführlich
auf die 6 Herztugenden eingehe. Diese praktische Orientierungshilfe kann dich dabei unterstützen, dein Leben harmonischer zu gestalten. Vielleicht hilft dir ja auch die Quantenmoment-Methode. Der Quantenmoment unterteilt deinen Tag in aneinandergereihte Erfahrungen vergehender Zeit, in Klammern Durchgangserfahrungen. Mit anderen Worten, Augenblicke. Wenn du zum Beispiel des Morgens aus dem Bett aufsteigst oder aufstehst, beginnst du eine neue Durchgangserfahrung oder Quantenmoment. Bevor du in eine neue Durchgangserfahrung eintrittst, praktizierst du eine abgekürzte Quantenpause. 1 bis 2 Atemzyklen. Einatmen, Quantenpause. Ausatmen, Quantenpause. Damit wird dein Ausgangspunkt, in Klammern First Point, wieder ausgerichtet und dein physisches Instrument im Quantenbereich verankert. Während du durch die Erfahrung des Aufwachens, des dein Gesicht waschens, deine Zähne putzens etc. hindurchgehst, gehst du mit der verstreichenden Zeit. Der Quantenmoment als Ausgangspunkt lässt das Individuum erkennen, dass es souverän und grenzenlos ist und im Hier und Jetzt existiert. Genau hier und jetzt. Es schwebt nicht auf der Seelenebene umher, versteckt sich nicht in den Gewändern eines Gottes oder Meisters, ist keineswegs etwas vom Körper Getrenntes und versucht auch nicht, dem Zustand des Menschseins zu entrinnen. Es ist genau hier und wird immer hier sein. Der Quantenmoment gliedert den Tag in Zeiteinheiten. Das ist, als würde man durch eine Reihe von Türen schreiten, wobei hinter jeder Tür eine andere Erfahrung wartet, die sich von der vorangegangenen unterscheidet. Diese Erfahrungen können einfacher Natur sein, wenn du beispielsweise von deinem Auto zum Büro gehst, Moment 1, und im Büro dein Telefon klingelt und du ein Gespräch beginnst. Moment 2. Dein gesamtes Leben ist eine Aneinanderreihung von Augenblicken verstreichender Zeit. Und in jedem verstreichenden Segment wirst du von deinem unendlichen Selbst begleitet, das auf dieser Welt nur eins sucht. Sich selbst innerhalb des menschlichen Instruments zu verwirklichen. Unsere Welt wird überschwemmt von Informationen und Wissen, das wahllos in alle Richtungen gestreut wird. Jeder sagt dir, dies ist der Weg zur Wahrheit oder jener, und der Weg führt in die Trennung und daher Täuschung. Während du im Quantenmoment weilst, siehst du, dass die Gabelung des Weges immer nur 2 Alternativen bietet, Wahrheit oder Unwahrheit. Wahrheit ist der Lebensatem, der vom souveränen Integral ausgeht. Unwahrheit ist das System des menschlichen Geistes, das wie ein Papagei das Wissen und die Informationen nachplappert, die per Handy, Fernsehen, Bücher, Seminare, Filme, Podcasts, E-Papers, Webseiten, Zeitungen und menschliche Beziehungen aus allen Ecken unseres Lebens auf uns herniederregnen. Das Selbst hier als souveränes Integral zu erkennen und verwirklichen und dieses Bewusstsein auszudrücken, während wir uns im menschlichen Instrument befinden, verlangt, dass du die 6 Herztugenden innerhalb deines lokalen Universums, die Erfahrungen verstreichender Zeit, durch die du dich physisch hindurch bewegst, sammelst und sie ohne Unterlass anwendest. Die Schlüsselerkenntnis ist eine direkte, nüchterne, ehrliche Bestandsaufnahme deines Verhaltens und das Anwenden der 6 Herztugenden
auf diese Verhaltensgewohnheiten, die Ausdruck deiner Selbsttäuschung und Unehrlichkeit geworden sind. Der Quantenmoment hilft dir, hier und jetzt da zu sein und dein Selbst als Beobachter zu erleben. Nicht etwas, das andere oder dich selbst verurteilt, aber doch das nüchterne Unterscheidungsvermögen des souveränen Integrals beibehaltend und Vergebung und Verstehen auf den Quantenmoment zu richten, den du gerade durchlebst. Das wird zur Lebensart. Bitte sag uns noch etwas über deine Ansichten zum Thema Aufstieg, beziehungsweise über die Ansichten derer, die dieses Konzept vertreten. Was genau meint Aufstieg? Als was sollten die Menschen den Aufstieg deiner Meinung nach betrachten? Inwiefern sollten sie ihn in ihre spirituelle Bewusstwerdung integrieren? Um zu verstehen, was Aufstieg meint, müssen wir zunächst die Herkunft des Begriffs klären. Das Aufstiegskonzept entspringt der Trennung und Teilung. Die Religion verfügte, dass die erste Quelle bzw. Gott außerhalb des Selbst angesiedelt ist und vollkommen getrennt vom Menschen in einer fernen Dimension des Raumes lebt. Der Mensch ist vor Gott ein Nichts, aber genau deshalb hat die Religion in ihrer selbsternannten Allmacht das Glaubenskonzept eingeführt. Durch den Glauben, nämlich wird Gott irgendwann zu den Menschen herabsteigen und die Menschen vom Menschsein erlösen, vorausgesetzt natürlich, dass diese glauben und nach Gottes Geboten handeln. Nun trat das Aufstiegskonzept auf den Plan. Allerdings kam es weniger von der Religion als vielmehr aus dem spirituell-mystischen Bereich. Das Aufstiegskonzept besagte, dass der Mensch nicht passiv in seinem Glauben verharren muss, sondern zur ersten Quelle aufsteigen kann. Anders gesagt, anstatt auf die Ankunft Gottes zu warten, kann der Mensch selbst zu Gott gelangen. Unter der Anweisung durch Meister kann er lernen, wie er aufsteigen und Göttlichkeit erlangen kann, um so selbst zum Meister zu werden und als Gesandter des Lichts Gott und seinem Universum zu dienen. Religion und Spiritualität verfolgten denselben Gedanken mit dem einen Unterschied, dass die Religion sich auf den passiven Glauben stützte, während die Spiritualität aktive Methoden ersann. Der Ausgangspunkt für den Aufstieg ist das Streben nach einer Quelle außerhalb des Selbst und daher ein Konzept der Trennung. Jeder Ausgangspunkt aber, der in der Trennung angesiedelt ist, führt unweigerlich in das Schwerkraftfeld des SMG und somit in die Täuschung. Somit ist der Aufstieg kein Aspekt des souveränen Integrals. Wie ich bereits sagte, bist du hier, du warst immer hier und wirst immer hier sein. Du musst nicht aus dir heraustreten, um dich selbst, Gott oder das Licht zu finden, beziehungsweise um aufzusteigen. Sieh es so, wenn du wirklich autark bist und jederzeit das souveräne Integral in dir trägst, wohin willst du dann aufsteigen? Es geht um Erkenntnis, nicht um Aufstieg. Und Ausgangspunkt der Erkenntnis sind die grenzenlose Einheit, Gleichheit und Wahrheit des Selbst in allem, was es tut. Der Ausgangspunkt des Aufstiegs lautet: Ich bin nicht meine Quelle. Meine Quelle befindet sich außerhalb von mir. Und daher muss ich zu ihr aufsteigen, um zu einem höheren Wesen zu werden und mich der Liebe und des Lichts würdig zu erweisen. Aufstieg gehört zum Lehrer-Schüler-System des Universums, welches wiederum zum System des menschlichen Geistes SMG gehört.
Es definiert die subtilen Aspekte von Selbsttäuschung, die in den spirituellen Glaubenssystemen der Erde und ebenso der interdimensionalen Ebenen eingewoben sind. Wenn du glaubst, dass du im Begriff bist, aufzusteigen, so frage dich: Wohin steige ich auf? Woher weiß ich, dass der Endpunkt nicht das menschliche Geistsystem ist? Sind meine mentalen Bilder von Aufstieg auf meiner eigenen Erfahrung gegründet oder wurden sie mir aus dem Informations- und Wissenssystemen der Menschheit heruntergeladen? Mit anderen Worten, aus dem Bereich des Unbewussten. All die Energie, Mühe, alles Streben, alle Aufmerksamkeit und alles Lernen, das in den Aufstiegsprozess münden soll, sind eine Ablenkung von der Verwirklichung des souveränen Integrals. Es ist so, als habest du einen Schatten verfolgt anstatt der Substanz. Der Aufstiegsprozess schmeichelt Gurus und Meistern, physischen als auch interdimensionalen, die angeblich deine Reise in das Licht und die Liebe Gottes unterstützen. Auf der ganzen Reise siehst du, wie dich das von der Verantwortlichkeit der tatsächlichen Gegebenheiten dieser Welt, Hunger, Ungleichheit, Vergewaltigung, Krieg, Missbrauch, Unterjochung, Krankheit, Rassismus und 100 andere Missstände enthebt. Die Absolution kommt in Form deiner Reise selbst, die Ablenkung, die Trennung. Die Verwirklichung des souveränen Integralbewusstseins ist die Verwirklichung des wahren Selbst, so wie es auch in jedem anderen gegenwärtig ist. Du siehst den Zustand der menschlichen Familie als deinen eigenen und deinen eigenen Zustand als eins mit jedem anderen Menschen. Du bist im Augenblick, widmest dein Leben dem Abbauen des System des menschlichen Geistes, SMG, und weißt dabei, dass du, indem du das tust, das souveräne Integralbewusstsein invozierst, damit es sich auf der Erde in einem menschlichen Instrument manifestiert, wo es vollständige und bedingungslose Transparenz und daher Expansion gibt. Was die Rasse von Wesen angeht, für die du deiner Aussage nach sprichst und die du vertrittst, und an dieser Stelle muss ich zugeben, dass ich mich selbst als Mitglied dieser Gruppe betrachte, aber für unsere Leser beantworte doch bitte die folgenden Fragen kurz. Von welchem Planeten stammen sie? Sind sie hier physisch präsent? Was ist gegenwärtig deine eigene Mission hier auf der Erde? Und haben sie andere Menschen kontaktiert oder mit anderen Menschen kommuniziert, so wie sie es mit dir getan haben? Es ist jetzt fast 10 Jahre her, seit die Wingmakers.com-Webseite ins Netz gestellt wurde. Die ersten Materialien sollten bestimmte Menschen zum Bewusstsein des souveränen Integrals aktivieren. Dieses Bewusstsein kann nicht in den historischen Kontexten von Seele, Atman, Geist oder Anima verpackt kommen. Es musste neu definiert werden, weil das Seele-Konstrukt Teil des Gott-Geist-Seele-Komplexes und daher Teil des Systems des menschlichen Geistes ist. Sehr wenige Menschen haben dies bewusst erkannt. In der Tat war es so, dass während der vergangenen 10 Jahre das souveräne Integral nur zurückhaltend vorgestellt wurde und quasi im Hintergrund der Wingmakers und Lyricus-Webseiten gehalten wurde. In dieser neuen Ära der Transparenz wird das souveräne Integral auf eine neue Ebene von Lebendigkeit und Zugänglichkeit erhoben. Diejenigen von uns, die bei den Wingmakers involviert sind, zielen darauf ab, den Bewusstseinszustand des souveränen Integrals einzuführen
und diejenigen, die daran interessiert sind, dieses Bewusstsein als ihr selbst zu verwirklichen, zu unterstützen. Wir glauben, dass die Menschheitsfamilie so programmiert ist, dass sie glaubt, was ihr durch die Informations- und Wissenssysteme der Welt eingespeist wird, und dass diese Systeme das System des menschlichen Geistes, SMG, stimulieren und anregen, um sicherzustellen, dass das Individuum sich in Trennung und Entfremdung verliert. Woher wir kommen, ist nicht wichtig. Wir sind ihr und ihr seid wir. Das ist alles. Die manifestierte Welt der Erde und Menschheit und die gesamte Natur sind eine Schicht der Zwiebel. Es gibt auch eine interdimensionale Domäne, die sich aus unzähligen Schichten zusammensetzt, und innerhalb dieser Schichten leben Lebensformen in Lebensformen in Lebensformen in einer Komplexität und Bandbreite, die nicht in menschliche Sprache zu übersetzen ist. Die Wesen, die im manifestierten dreidimensionalen Universum existieren, sind menschlich und nur menschlich. Die Wesen, die in den anderen Schichten existieren, sind interdimensionale Wesen, die nicht auf der physischen Ebene manifestiert sind. Aber all diese Wesen, gleichgültig ob menschlich, körperlich oder nicht menschlich, interdimensional, sind Teil des souveränen Integralbewusstseins. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass diese Enthüllung für viele Menschen ihr System des menschlichen Geistes, SMG, so herausfordert, dass sie sich unwohl und ängstlich fühlen. Das System des menschlichen Geistes, SMG, kann diese Konzepte nicht leicht fassen, weil sie sich außerhalb seiner Begriffsmuster befinden. Aber alles, was du tun musst, ist die Quantenpause praktizieren, die 6 Herztugenden in deinem lokalen Universum anwenden und durch die Augen des souveränen Integrals, der Quantenpräsenz, die tief in dir ist, zu sehen, die weder Programmierung noch eine Agenda hat, keine Täuschung, keinen Zweck. Sie ist einfach sie selbst. Eins sein, Gleichheit und Wahrhaftigkeit bedingungslos in jedem Atemzug ausdrückend. Kannst du uns irgendetwas dazu sagen, was die Hauptrassen von Wesen, die uns hier auf der Erde beobachten, helfen, mit uns interagieren, aus uns Vorteil ziehen oder die Situation hier auf der Erde manipulieren, für Pläne haben? Bitte sag uns dazu etwas, so gut du kannst. Wie ihr vielleicht meiner letzten Antwort entnommen habt, ist die Zahl der Wesen, die existieren, unendlich. Und doch, wenn ihr sorgfältig gelesen habt, habt ihr verstanden, dass die Menschen die einzigen dreidimensional manifestierten Wesen im Universum sind. Diese Wesen, die nicht menschlich sind, können zwar in der dreidimensional manifestierten Welt operieren, aber allgemein sind ihre Körper für diese Dichte hier nicht gut ausgerüstet und sie werden zugrunde gehen, wenn sie nicht in ihre Herkunftsdimension zurückkehren. Die Agenda derjenigen, die Gefängniswärter sind, ist auf eine einzige Sache gerichtet: die Gefängniswände vor den Blicken der Insassen zu verbergen, indem sie die Aufmerksamkeit des Systems des menschlichen Geistes, in Klammern SMG, auf Vergnügungen und Zerstreuungen lenken, die deren Sinne stimulieren. Diejenigen, die für diese Zerstreuungen empfänglich sind, gehen durchs Leben, ohne die geringste Ahnung zu haben, dass sie jeden Augenblick ihres Lebens an Gefängnismauern stoßen. Diejenigen, die anders schwingen, deren Ganzheitsnavigator schon erweckt wurde und die von ihm gelenkt werden, nehmen die Gefängniswände immer krasser wahr. Sie spüren die Wände in jedem Augenblick ihres Wachseins. Während sie dies tun, fürchten sie diese Wände nicht, noch fürchten sie die Wachen, und sie fürchten auch nicht diejenigen, denen die Wachen dienen.
Ihr Prozess der Verwirklichung spürt die Gefängniswände mit jedem Atemzug, und so können Sie sie Stein für Stein abtragen. Die Wesen im Gefängnis sind sowohl menschlich als auch interdimensional. Das Gefängnis gehört zu den physischen und den interdimensionalen Welten. Es umfasst beide. Es ist nicht so, dass Menschen im Gefängnis sind und dass sie dann, wenn sie sterben, ausbrechen und dann direkt in einen erleuchteten Zustand übergehen und die Früchte des Himmels genießen. Nein, das Bewusstsein, das du in dieser Welt zum Ausdruck bringst, wird dich in die nächste Dimension begleiten. Ein Mensch ist ebenso fähig, das Gefängnis zu verlassen, wie eine Entität in einer interdimensionalen Ebene. Erinnert euch, Gleichheit und Einssein sind nicht abhängig von der Umwelt oder der Schwingung. Uns liegen Informationen dafür vor, dass es eine Auseinandersetzung zwischen zwei verschiedenen Gruppen innerhalb der Anunnaki gibt, wie auch zwischen den Nordics und den grauen/Reptiloiden. Auch die Illuminaten und einige Regierungen sollen darin verwickelt sein, weil sie sich entweder der einen oder der anderen Seite angeschlossen haben. Es soll um die Oberherrschaft auf der Erde gehen. Magst du dazu etwas sagen? Einen Zusammenschluss gibt es nur innerhalb der geheimen Elite, den sogenannten Inkunabeln. Die Elite ist wie folgt hierarchisch gegliedert: Inkunabeln, Bankwesen, Illuminaten, Geheimgesellschaften, Regierungsoberhäupter. Die Inkunabeln kontrollieren das Bankwesen und die Drahtzieher unter ihnen halten sich geschickt im Hintergrund. Seit seiner Entstehung ist das Bankwesen die Macht, durch die alle anderen Organisationen und Zielsetzungen nach Belieben kontrolliert, geschwächt, zerstört oder gefördert werden. Es ist die Alpha-Macht des kollektiven Systems, und daher ist es so wichtig, dass die Inkunabeln unerkannt bleiben. Die Inkunabeln wurden ursprünglich eingesetzt, um die menschliche Welt auf die Rückkehr von Anu vorzubereiten, den König der Anunnaki, der die menschliche Spezies entworfen und miterschaffen hat. Der Mythos von der Wiederkehr Christi basiert teilweise auf diesem Plan, den diejenigen, die um die wahren Umstände der Wiederkunft wussten, in die Religionsdoktrin mit einfließen ließen. Anu aber wird nicht zurückkommen, weil es in den Dimensionen zu Änderungen im Spielplan gekommen ist. Dem ursprünglichen Plan zufolge sollte Anu einige Zeit vor dem Jahr 2012 in unsere Welt treten, um sich und seine Belegschaft, die Inkunabeln, auf das Zeitenende bzw. das, was üblicherweise mit dem Jahr 2012 assoziiert wird, vorzubereiten. Das Zeitenende meint das Ende der programmierten Existenz des Menschen, den Untergang des SMG, den Fall der Gefängnismauern, die die Menschen davon abgehalten haben, ihre wahre Natur als souveränes Integral zu erkennen. Das Zeitenende wird wie ein Sturm daherkommen, der über eine ruhige See hinweg weht. Aber nur die Boote, die Segel gesetzt haben und auf ihn vorbereitet sind, werden seine Auswirkungen spüren. Die übrigen werden so abgelenkt und verängstigt sein, dass sie ihn gar nicht bemerken. Und wenn sie ihn doch bemerken, dann werden sie nicht begreifen, dass er ihnen eine neue Richtung vorgibt, sie neuen Ufern entgegentreibt, an denen eine völlig neue Lebenswirklichkeit wartet. Weil die Elite auf das Geld-Macht-Netzwerk fokussiert ist, sehen sie das Zeitenende als das Ende ihrer Macht. Angesichts dieser Wahrnehmung rangeln sie gerade um ihre Stellungen, suchen neue Beziehungen zu knüpfen, die ihnen ermöglichen können,
ihre Ära ungehindert weiterzuführen. Oder zumindest, wenn sich das Geldmachtnetzwerk konsolidiert, wollen sie unter den Überlebenden sein. Deshalb findet gerade innerhalb der Elite ein großes Rangeln und Ellenbogenstoßen statt. Es gibt viele Auslegungen davon, was das Zeitenende ist und, wie ich in meinen vorhergehenden Antworten schon angedeutet habe, sie wird sehr anders für die sein, die vorbereitet sind im Vergleich zu denen, die sich noch voll im System des menschlichen Geistes befinden und sich mit dem Gefängnis, das es darstellt, identifizieren. Für diejenigen wird das Zeitenende sich anfühlen, als hätte das Programm einen Virus oder einen Bug. Es wird sich anfühlen wie eine Panne im Universum und als würden sie in das Chaos mit hineingezogen. Für einige wird es sehr beängstigend sein. Die Elite und damit auch ihre interdimensionalen Verbündeten haben erkannt, dass nicht abzusehen ist, wie das Menschheitsprogramm endet. Der Ausgang ist eine große Unbekannte und somit ist auch ungewiss, welche Auswirkungen er auf das Geldmachtnetzwerk haben wird, die Lebensader ihrer Kontrolle. Sie wissen lediglich, dass ein Wandel bevorsteht und dass dieser Wandel von solch enormem Ausmaß sein wird, dass er alles je Dagewesene in den Schatten stellt. Worin besteht der Unterschied zwischen Informationen, die gechannelt und solchen, die per Remote Viewing erlangt wurden? Welche Bedeutung haben Prophezeiungen für unsere zukünftige Entwicklung? Und welche Rolle spielen die Vorhersagen von Maya, Hopi und anderen Urvölkern, zum Beispiel den Aborigines? Wie zutreffend bzw. relevant sind sie für unsere Zukunft? Das Channeling ist eine Unterkomponente des Gott-Geist-Seele-Komplexes, kurz GGSK, und gehört somit zum System des menschlichen Geistes. Das Channeling geht auf Anus Versuch zurück, seine Person als einen Automatismus in die menschliche Sphäre zu integrieren, denn er sah bereits, dass die Verbindung zwischen den Dimensionen und der materiellen Umwelt des Menschen irgendwann abbrechen würde. Der GGSK war quasi das Automatisierungssystem, mit dem Anu sich in der Welt des Menschen verkörpern wollte. Was heute Channeling ist, galt früher als Besessenheit, wobei interdimensionale Wesen sich eine Zeit lang mit dem menschlichen Werkzeug verbanden und einen ihnen vorgegebenen Text vortrugen. Für gewöhnlich handelte es sich bei einem solchen Besetzer um einen Handlanger der GGSK, der den Menschen mittels der verschiedenen spirituellen und seltener auch religiösen Systeme Hoffnung, Liebe, Wahrheit, Weisheit und kosmologische Lehren zu bringen vorgab. In neuerer Zeit ist Channeling automatisierter geworden. Es werden vorprogrammierte Skripts verwendet, bestimmte Stimmlagen, Gesten und Akzente, die im System des menschlichen Geistes, SMG, des jeweiligen Kanals eingepflanzt sind und die, man kann das ziemlich wörtlich nehmen, für spätere Veröffentlichung und Verbreitung unter denen, die mit dem Gott-Seele-Geist-System in Resonanz sind und darin Erleuchtung suchen, gesendet oder ausgestrahlt werden. Durch ihre komplexe Machart erschienen die gechannelten Botschaften wie ein kosmologisches Wunder, das sein Publikum in Ehrfurcht versetzte und es spontan zum Glauben verführte. Werke wie das Urantia-Buch, Gespräche mit Gott, die Zed-Bücher, der Agatha-Mythos, die Bücher von Alice Bailey und zahllose weitere waren allesamt für die Menschheit vorbereitete Texte, die unter der Anleitung des GGSK von dimensionalen Wesen verfasst und verbreitet wurden, um sicherzustellen, dass die Menschen stetig mit Teilung und Täuschung genährt wurden, auch wenn diese in Gestalt von spirituellen und kosmologischen Wahrheiten daherkamen.
Wenn man die gechannelten Botschaften sorgfältig untersucht, stellt sich heraus, dass nirgends das souveräne Integral erwähnt wird. Die Stille, die dein wahres Wesen ist. Die Botschaften sprechen von Himmel, Gott und Engeln, von außerirdischer Intelligenz, dem Willen des aufgestiegenen Wesens zu dienen, dem Aufstieg der Seele, Moral, praktischen Ratschlägen, der Ausrichtung auf Gott, dem Leben nach dem Tod und dem komplexen Lehrer-Schüler-Verhältnis, auf dem die Ordnung des Universums beruht. Dies alles soll die Trennung fördern und den Suchenden davon überzeugen, dass er die Wahrheit auf der materiellen Ebene findet und das Gefängnis nicht verlassen muss, um sie zu erlangen, und der Verstand soll als alleiniges Werkzeug dafür dienen. Beim Remote Viewing dagegen wird das unbewusste bzw. einheitliche Feld des SMG angezapft. Innerhalb dieses Bewusstseinsfeldes hat der Remote Viewer Zugriff auf den astralen Abdruck der Erde oder eines beliebigen anderen Planeten oder Systems innerhalb des SMG. Und das SMG umfasst das ganze bekannte materielle Universum. Der astrale Abdruck ist wie eine Reflexion in einem körnigen Spiegel. Die genaue Struktur sowie Feinheiten bleiben unsichtbar, aber das Gesamtbild wird deutlich. Der Abdruck ist recht zeitempfindlich. So kann es vorkommen, dass ein Remote Viewer tausende von Jahren in Vergangenheit oder Zukunft blickt. Auch unterschwellige, materiellose Dimensionsfelder können das Remote Viewing beeinflussen. So sieht ein Remote Viewer manchmal Bilder, die nicht die materielle, dreidimensionale Welt widerspiegeln, sondern eine astrale oder mentale. Was die Prophezeiungen angeht, besonders die Maya, waren sie sehr fortgeschritten, weil sie bestimmte Priester hatten, die eine Kreuzung aus menschlichen und Anunnaki-Genen waren. Und das erlaubte ihnen die Mathematik höherer Ordnung des Systems des menschlichen Geistes, SMG, zu verstehen. Das SMG ist an seinem Grunde eine mathematische zusammengesetzte Gleichung. Mir ist klar, dass das unglaublich klingen mag, und es ist auch nicht wesentlich, ob ihr es glaubt oder nicht. Alles, was ich dazu sagen werde, ist: Damit Prophezeiung funktioniert, muss Vorherbestimmung existieren. Und wenn Vorherbestimmung existiert, dann könnte doch Mathematik ein guter Grund dafür sein, oder? Bei den Prophezeiungen sind lediglich zwei Themen relevant. Das eine ist das große Portal, wie es im Wingmakers-Mythos heißt. Und das andere ist das Ende der Zeit. Letztere Prophezeiung wird den Maya zugeschrieben, aber hierbei spielt auch der Einfluss der Anunnaki eine Rolle, weil sich Maya und Anunnaki miteinander vermischten, was wieder eine andere Geschichte ist. Die Prophezeiung vom Zeitenende stammt in Wahrheit aus der Epoche von Atlantis. Unter den Herrschenden von Atlantis war ein Mann von großer prophetischer Begabung. Diese war so groß, dass selbst Anu auf den Mann aufmerksam wurde. Ich werde ihn hier Cogniti nennen. Er war es, der die Zeitenende-Prophezeiung empfing und in Worte fasste. Die Prophezeiung kam Anu zu Ohren, und sie traf ihn derart, dass er Himmel und Erde hermetisch voneinander abschottete. Cognitis Prophezeiung besagte, dass in ferner Zukunft jemand die Erde wieder für die interdimensionalen Ebenen öffnen werde und dass die Erde nicht vom Himmel getrennt werden könne, denn dieser Person sei es bestimmt, den Himmel zurückzuerobern. Anu war von dieser Aussicht nicht angetan
und sie bewog ihn, den Menschen den Zugang zu den interdimensionalen Ebenen zu verwehren. Stattdessen schuf er neue Welten innerhalb des SMG. Diese Welten integrierte er in Form von Programmen in den Gott-Geist-Seele-Komplex. Und diese Programme enthielten das Konzept der Reinkarnation, des Lebens nach dem Tod sowie die astrale, mentale und Seelenebene. Die Zeitenende-Prophezeiung von Cogniti stellte eine Bedrohung für Anu dar. Denn wenn seine Schöpfung, der Mensch, Zugang zu den Dimensionen erhielt, würde er erfahren, dass er eine programmierte Existenz führte, als blinder Schatten seines wahren Selbst. Die Prophezeiung war es also, die das GGSK hervorgebracht hat. Und es wurde zu einem der am meisten verschachtelten Labyrinthe in Anus Arsenal zur Versklavung der Menschheit. Die zweite Prophezeiung verweist auf das große Portal. Dabei geht es nicht darum, dass ein einziges Individuum das Tor zu den Dimensionen des Souveränen selbst entdeckt, sondern die gesamte Menschheit. Es ist die Rückkehr der Menschheit zu ihrer wahren Gestalt als souveränes Integral, das zwar aus dem SMG befreit wurde, aber immer noch in menschlicher Form auf der Erde lebt. Oder kurz gesagt, das große Portal ist der Übergang des Menschen zu einer Seinsform, in der das souveräne Bewusstsein zum Ausdruck kommt. Die prophetischen Visionen der Hopi und anderer Urvölker gehören großenteils zum Programm des SMG und entstehen entweder innerhalb der Gefängnismauern selbst oder sind Echos der beiden prophetischen Hauptthemen, die im unbewussten Bereich des SMG nachhallen. Wir gehen davon aus, dass Looking Glass und andere Zeitportaltechnologie der Außerirdischen eine Rolle dabei spielt, wie der Planet das Hinübergleiten in die galaktische Ebene überlebt. Ist das Bestreben, das von Dan Burrish von Majestic beschrieben wird, die menschengemachten Sternentore zu schließen, ein authentisches Bestreben? Und wird es erfolgreich dabei sein, ein sanftes Hinübergleiten unseres Planeten durch die galaktische Ebene zu unterstützen? Der Übergang der Erde ist von keiner, wie auch immer, gearteten Rettertechnologie abhängig. Macht euch immer wieder klar, dass die Menschheitsfamilie, dimensionale Wesen, die Erde, Natur und das Universum alle im Klang der Gleichheit, in Klammern, wie in der Wingmakers-Philosophie beschrieben, vereint sind. Diese Gleichheit ist genau der Grund, warum Trennung nicht wirklich existiert. Alles, was mit Trennung zu tun hat, gehört zum System des menschlichen Geistes SMG. Die Erde verhält sich dieser Gleichheit gemäß, und das ist alles, was es braucht. Etwas über die Sternentore und andere Manipulationen von Raum und Zeit zu sagen, nährt nur die Täuschung der Trennung, die das Drama des Systems des menschlichen Geistes SMG ist. Zum Chakrensystem der Erde, Kundalini, Erde von dritter zur fünften Dimension etc. Ausführliche Formulierung der Frage, nicht übersetzt. Siehe Seite 35 des englischen Interviews. Frage 13 beantwortet James allerdings hier wie folgt. Die Wingmakers-Mythologie ist eine Brücke vom souveränen Integral zum System des menschlichen Geistes SMG. Und sie dient dazu, dieses Interesse zu wecken, damit das System des menschlichen Geistes SMG zugunsten des souveränen Integrals demaskiert werden kann. Es ist ein Vorbereitungsprozess, der für jedes Individuum anders ist, aber jedes Individuum in einem menschlichen Instrument ist, mehr oder weniger innerhalb des Systems des menschlichen Geistes SMG gefangen.
Ich habe immer gesagt, dass die Wingmakers Materialien kodiert sind und dass diese Kodierungen dazu dienen, das Individuum zu den tieferen Strukturen, in Klammern äußere Gefängnismauern, erwachen zu lassen und dem Individuum zu helfen, seinen Weg in das neue Territorium des souveränen Integrals zu erleichtern. Das souveräne Integral ist kein Reich ewiger Bequemlichkeit, Reibungslosigkeit, Schönheit, Freiheit, Schmerzfreiheit. Es ist vielmehr ein Bewusstsein davon, wie wir alle eins sind und der ersten Quelle gleich und dass dies jeden von uns verantwortlich macht für das Gefängnis und die Auswüchse seiner dysfunktionalen Ereignisse. Wie kann man beim Tod den Körper verlassen und in himmlischen Sphären weilen, die schön und inspirierend sind, während die Mitmenschen leidend und ahnungslos auf der Erde im Gefängnis ihres Systems des menschlichen Geistes, SMG, zurückbleiben? Einige würden sagen, das liegt eben am Karma und dass diese armen Wesen eben inkarniert sind, um genau in dieser Weise zu dienen. Selbst wenn das so wäre, entbindet dich das von der Verantwortung, deinen Mitmenschen zu helfen und sie zu unterstützen? Erinnere dich, wir sind alle eins. Wir existieren alle im Klang der Gleichheit als Souveräne, die als erste Quelle eins sind. Was einem von uns geschieht, geschieht allen. Wenn ich von denen spreche, die im Gefängnis verloren sind, ohne es zu wissen, meine ich nicht nur die Benachteiligten, diejenigen, die gerade in Flüchtlingslagern verhungern, die mit unüberwindbaren gesundheitlichen Problemen oder diejenigen, die in ihren Beziehungen Missbrauch erleiden, Klammern, um nur einige wenige zu nennen. Nein, ich meine so gut wie die gesamte, auf der Erde inkarnierte Menschheit und diejenigen, die in die astralen und mentalen Ebenen gezogen sind und doch weiterhin im Gefängnis bleiben. Solange du dir deines Selbstes als souveränes Integral nicht bewusst bist und dies lebst, bleibst du immer irgendwie im Gefängnis. Und obwohl das ja eigentlich selbstredend ist, muss es doch noch gesagt werden. Dies schließt auch die Gefängniswärter mit ein. Die roboterhafte Kraft, auf die du dich in deiner Frage beziehst, in Klammern in der Wingmakers-Mythologie sind es die Animus, ist eine symbolhafte Darstellung der dunklen Macht. Sie sind nicht real, nicht in dem Sinn, dass sie für die Menschheit eine Bedrohung darstellen, weder jetzt noch in Zukunft. Diejenigen, die ihr Bewusstsein angehoben und ihre Wahrnehmungen so weit vertieft haben, dass sie das souveräne Integral spüren und erfahren können, wie flüchtig auch immer, sie sind diejenigen, die diesen neuen Seinszustand wahrhaftig und direkt ausdrücken müssen. Es ist die Zeit von Nunti Sunya, der Botschafter von Stille und Leere ist. Dies ist der uralte kodierte Name für das Ende des Gefangenseins. Die Leere ist die Quantenpräsenz oder der Quantenzustand, in dem das souveräne Integral existiert. Wie ich in meiner vorherigen Antwort erwähnte, stellt Nibiru nicht länger eine Bedrohung für die Erde dar. Unsere Bedrohung ist das System des menschlichen Geistes, SMG, und seine sich selbst verewigende Natur. Uns liegen Informationen dafür vor, dass die Anunnaki unter uns sind, mit den aktuellen Regierungen zusammenarbeiten und auch in unserer Basis auf dem Mars vertreten sind. Stimmst du dem zu? Ist Nibiru tatsächlich ein Planetoid des negativen Teils der Anunnaki und kommt er tatsächlich auf uns zu? Ja, die Anunnaki sind unter uns.
aber sie sind nicht die eigentliche Bedrohung. Wie ich bereits sagte, besteht die wahre Bedrohung darin, dass die Menschen sich nicht bemühen, ihre Welt vom SMG abzukoppeln und ihre Verbindung hin zum souveränen Integral umzustrukturieren. Alle Ebenen der Elite versuchen die Aufmerksamkeit des Menschen auf die Aspekte zu lenken, die zur Erhaltung ihrer Welt beitragen. Die neue Weltordnung besteht bereits und die Anunnaki und ihre Institutionen ziehen die Fäden. Und die Welt sieht sich in der Tat einer Neuordnung gegenüber, welchen Namen man ihr auch immer geben mag. So mancher innerhalb der Elite versucht bereits abzuschätzen, wie bewusst die breite Masse diesen Wandel wahrnimmt und wie sie mit ihm umgeht. Um die Rebellion der Massen in einem kontrollierbaren Rahmen zu halten, wird die Menschheit mittels Unterhaltungsindustrie, Medien, Religion, Regierungen und dem Bildungssystem für die wichtigen Themen desensibilisiert und ihre Aufmerksamkeit stattdessen auf triviale, unwichtige Dinge gelenkt. Dabei kontrolliert die Elite ständig, wie die Menschen auf ihre Überwachung reagieren. Du kannst nun einwenden, dies sei paranoid, oder behaupten, die Menschen seien tatsächlich naiv und leicht zu manipulieren. Ganz gleich, welchen der beiden Standpunkte du vertrittst. Sobald du einen von beiden einnimmst, hast du dein Polaritätssystem aktiviert. Herzlichen Glückwunsch. Die Frage ist, ob du im Einklang mit dem SMG oder dem souveränen Integral bist. Wenn letzteres der Fall ist, lass dich einfach zwanglos von diesem leiten und löse deine Aufmerksamkeit von allen Elementen, die das SMG bilden bzw. widerspiegeln. Was weißt du über Mondbasen und Basen auf dem Mars und andere Rassen, einschließlich uns Menschen, die dort Basen haben? Es tut mir leid, wenn ich wie eine gesprungene Schallplatte klinge, die sich immer wiederholt. Ja, auf deine Frage, gibt es Basen auf dem Mond und anderen Planeten in unserem Sonnensystem, kann ich zwar mit Ja antworten, aber viele dieser Basen sind in unserer menschlichen Dimension gar nicht manifest. Mit anderen Worten, ein Mensch könnte vor einer solchen Basis stehen und würde sie in keinster Weise wahrnehmen. Dieses Phänomen ist so ähnlich wie die Orben, die Leute fotografieren, jedoch mit ihren menschlichen Augen nicht sehen. Ähnlich ist es ja auch mit den UFOs, die zwar auf Kameras gesehen werden, aber nicht mit dem menschlichen Auge. Die meisten außerirdischen Fahrzeuge werden auf der Erde, wenn überhaupt, nur für kurze Zeitspannen sichtbar, weil das Gravitationsfeld der Erde diese Fahrzeuge in unsere Dimension hineinzieht. Dann werden sie für unsere Sinne sichtbar. Auf dem Mond sind diese Gravitationsfelder kein Faktor. Die Basen wurden von anderen Rassen, vor allem den Anunnaki, als Beobachtungs- und Lagerstätten errichtet. Werden die Machthaber im Falle eines Polsprungs oder einer anderen Naturkatastrophe in ihren für eben diesen Zweck errichteten Untergrundbasen überleben? Die Untergrundbasen sind keineswegs gefeit vor dem Wandel. Wenn die Erde, Natur, will, dass die Menschheit den Druck der zusammenrückenden Quanten- und Materiewelten zu spüren bekommt, wird es kein Entrinnen geben. Erdbeben und Überschwemmungen, um hier nur zwei Beispiele zu nennen, können eine Untergrundbasis ebenso, wenn nicht gar schlimmer treffen als einen überirdischen Zufluchtsort. Wer glaubt, er könne die Natur oder Erde manipulieren, ohne die Folgen dafür tragen zu müssen, wird eines Besseren belehrt werden. Damit will ich keinesfalls sagen, dass uns derart schreckliche Katastrophen bevorstehen oder dass sie unabwendbar sind. Ich will nur zum Ausdruck bringen, dass niemand ungeschoren davonkommt, falls sie eintreten,
weil wir eins mit allem sind, was existiert. Einige in der Elite glauben, sie könnten dem entgehen. Sie stecken so tief im SMG, dass Täuschung und Gehirnwäsche ihnen vorgaukeln, ihre Taten würden keine Folgen nach sich ziehen, ihnen nicht in die nächste Dimension folgen und ihnen nicht so lange anhängen, bis die Betreffenden vergeben und ihnen ihrerseits vergeben wird. Diese Vergebung ist nicht etwa nur ein biblisches Relikt oder eine religiöse Plattitüde, sondern entspricht dem wahren Wesen des souveränen Integrals. Der Weg zu ihr öffnet sich, sobald das Individuum in seiner menschlichen Gestalt innerlich Widerstand leistet und seinem unmittelbaren Universum verkündet: Es reicht. Ich werde nicht länger an der Täuschung teilhaben. Ich werde meine Energie nicht länger an dieses Blendwerk verschwenden. Ich werde nicht länger tatenlos zusehen, wie andere leiden. Ich werde mich nicht länger von Selbstzweifeln quälen lassen und zulassen, dass die Machthabenden mein Schicksal lenken. Ich werde mich nicht länger vom Ablenkungsmanöver der Elite täuschen lassen. Ich werde nicht länger damit warten, aktiv zu werden, denn jetzt ist die Zeit dafür. Wenn du das tust, nicht nur mit Worten, sondern mit Taten, dann wird sich vor dir eine Weite auftun, eine ganz besondere Leere und Stille, die sich sprachlich nicht fassen lässt. Hier nun kannst du dich erheben und die Ganzheit, Gleichheit und Wahrheit des souveränen Integrals ausstrahlen. Genau das ist das aktive Tun, das die Welt verändern wird. Nicht Organisationen, Sekten oder Milizen werden den Wandel bringen, denn sie können der Elite nicht die Stirn bieten. Nur das Selbst, das souveräne Integral, das sich in Harmonie mit der Erde befindet, kann der Elite entgegentreten und die Ära der Transparenz und Expansion einleiten. Durch eine aufrichtige und sachliche Selbsteinschätzung, die alle Tiefen und Feinheiten auslotet und auch nach außen hin zum Ausdruck gebracht wird, öffne dich für neue Verhaltensweisen, für die des souveränen Integrals. Diese spiegeln die echte Vergebung wider und haben nichts mit der frömmelnden, rührseligen Kapitulation eines von Schuldgefühlen niedergedrückten Gläubigen zu tun, der robotergleich um Vergebung fleht. Solange du apathisch, blind und dem Geldmachtnetzwerk ergeben bist, ist auch Vergebung im Sinne des souveränen Integrals nicht möglich. Du bleibst ausgeschlossen. Wahre Vergebung meint die aktive Selbsteinschätzung deiner gegenwärtigen Situation und die Annahme neuer Verhaltensweise im Einklang mit dem souveränen Integral. Betrachte jeden einzelnen Augenblick in deinem Leben bewusst und frage dich, ob dein Handeln vom SMG hervorgerufen wird oder ob du im Stillen dabei bist, die Fäden zu durchtrennen, die dich fesseln. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Verhalten einen Zustand der Einheit, Gleichheit und Wahrheit ausdrückt, befindest du dich im Einklang mit dem souveränen Integral. Würdest du dich als Zeitreisenden betrachten, der zurückgekehrt ist, um dabei mitzuhelfen, den Planeten durch den Übergang zu führen? Würdest du andere große Lehrer oder Wesen so sehen? Wie jeder und jede andere in einem menschlichen Instrument verkörperte, der in dieser Zeit lebt, bin ich sowohl mein souveränes Selbst als auch erste Quelle. Ich bin mir dessen bewusster als einige, aber das ist der einzige Unterschied. Ich bin einer von denen, die dem Leben außerhalb des Gefängnisses ausgesetzt wurden, und ich bin zurückgekehrt, nicht mit Beschreibungen der anderen Seite, sondern mit kodierten Werken
Techniken und Verhaltenssystemen, die Menschen helfen können, mit ihrem übernatürlichen Selbst in Einklang zu kommen und mit größerer Leichtigkeit in die neue Ära von Transparenz und Expansion überzugehen. Unsere Philosophie ist, dass das beste Versteck immer noch die Öffentlichkeit ist. Du hast beschlossen, im Verborgenen und anonym zu bleiben. Würdest du uns sagen, was es damit auf sich hat und welche Erfahrungen du mit den Machthabern gemacht hast? Wirst du und deine Arbeit überwacht? Welche Umstände würden dich dazu bewegen, künftig auch persönlich in Erscheinung zu treten? Ich bleibe nicht etwa deshalb anonym, um mich vor den Machthabern zu verstecken. Ich bin ein grenzenloses Wesen, wie du und jeder andere. Ich bleibe anonym, um meine Werke im Vordergrund stehen zu lassen, ohne dass eine Person oder ein Image sie verdeckt. Denn ich bin weder eine Person noch ein Image. Zudem wissen die Machthaber, wer ich bin und wo sie mich finden können, sofern ihnen danach ist. Meine Aufgabe, so einseitig sie erscheinen mag, besteht darin, die Menschheit zum souveränen Integral zurückzuführen. In diesem Begriff ist ein Konzept kodiert, das sehr vielschichtig ist. Einige Menschen werden sofort intuitiv erfassen, was gemeint ist, auch wenn sie nicht wissen, warum oder was genau der Begriff bedeutet. Als er vor 10 Jahren das erste Mal auf der Website wingmakers.com auftauchte, wurde er nicht in seiner ganzen Tiefe offengelegt. Durch dieses Interview, wie auch durch nachfolgende Texte, wird nun eine weitere Bedeutungsebene ausgeleuchtet. Das souveräne Integral ist das transparente Wesen der Expansion, das auf einzigartige Weise dem Zeitalter angepasst ist, in das wir derzeit eintreten. Es ist das Portal, durch das ein Individuum die erste Quelle in uneingeschränkter Ganzheit, Gleichheit und Wahrheit erfährt. Das souveräne Integral ist weder die Seele noch der Geist. Es ist auch nicht Gott. Es hat überhaupt nichts mit dem Gott-Geist-Seele-Komplex zu tun. Denn es steht außerhalb dieses Konstruktes, das dem System des menschlichen Geistes entspringt. Deshalb ist es auch eine so große Herausforderung, zu begreifen, was das souveräne Integral ist. Und deshalb ist viel Vorbereitung nötig, bis man diese unvergleichlichen Eigenschaften und dimensionalen Ausdrucksformen erfahren kann. Das souveräne Integral befindet sich außerhalb des Gefängnisses und doch umfasst es aufgrund seines grenzenlosen Wesens dieses Gefängnis, weil es auch den menschlichen Körper umfasst und diesen durchströmt, ist es uns so nah wie der Atem. Und dennoch führt es eine Quantenexistenz in Leere und Stille. Ich weiß, dass diese Beschreibung der Leere wenig befriedigend ist und einige vielleicht sogar abschreckt. Aber wenn ich von Leere spreche, meine ich damit lediglich das Fehlen jeder Illusion, aller Täuschungen und Trennlinien, die das System des menschlichen Geistes fabriziert. Da ich langsam zum Ende komme, weil dies die letzte Frage war, möchte ich noch eines anfügen. Mir ist bewusst, dass meine Antworten in einigen Menschen möglicherweise ein Gefühl der Verlorenheit hervorrufen, vielleicht nicht sofort, aber in den kommenden Tagen oder Wochen. Das ist vollkommen normal. Dieses Gefühl der Verlorenheit stellt sich automatisch ein, wenn du alles loslässt, was dich an das System des menschlichen Geistes bindet. All das, was die Verbindungen kappt und dir aufzeigt, dass die zahllosen in vielen Leben zusammengetragenen Überzeugungen einfach Täuschungsprogrammen entspringen, ist kaum zu akzeptieren, ohne Verlust oder Verlorenheit zu empfinden. Ich kann euch dazu nur sagen,
dass vielleicht gerade diejenigen unter euch, die sich besonders verloren vorkommen und unsicher sind, was sie denken und empfinden sollen, kurz davor stehen, sich zu finden. Vielleicht tröstet dich das. Die meisten Menschen gelangen schrittweise zur Erkenntnis des souveränen Integrals, als würde eine Zwiebelschale nach der anderen abfallen und nach das Eigentliche freilegen. Es ist vielleicht besser, wenn du nicht weißt, wann die Erkenntnis dich trifft. In der neuen Ära aber stehen die Chancen gut und der Prozess lässt sich mit vorbereitenden Maßnahmen wie der Quantenpause beschleunigen. Bitte hab Geduld dabei. Auf www.lyricus.org nennen wir die Erkenntnis den Ursprungspunkt. Denn wenn du ihn erreichst, trete aus dem SMG heraus und spüre, dass dein Selbst zu seinem Ursprung zurückgekehrt ist. Natürlich hat es diesen nie verlassen, es fühlt sich nur an wie eine Rückkehr, wenn du vom SMG zum souveränen Integral wechselst. Das Gefühl, zurückzukehren, dauert höchstens einen Sekundenbruchteil, bevor du die Wahrheit erfasst. Diejenigen von euch, denen die Wingmakers Materialien auf wingmakers.com, lyricus.org und eventtemples.org vertraut sind, fragen sich vielleicht, warum meine Antworten so direkt sind und einer anderen Geometrie entsprechen als meine früheren Arbeiten. Dafür gibt es mehrere Gründe. Einer davon ist, dass wir in einer neuen Zeit sind. Die Ära der Transparenz und Expansion ist im Werden und sie kollidiert mit den Plänen der Elite. Ein anderer Grund ist, dass die Fragen, die Carrie und Bill gestellt haben, mir bisher niemals öffentlich gestellt wurden. Deshalb hört ihr jetzt einiges hier zum ersten Mal. Und schließlich, als Teil meiner persönlichen Mission, die nächste Ebene des souveränen Integrals zu enthüllen, ist es wichtig, einige der Weichzeichnungen der Brücke, die ursprünglich da waren, zu entfernen. Jeder von euch muss sich fragen, wer wäre ich, wenn es keine Meister, keinen Gott, kein Licht und keine außerirdischen Retter gäbe? Was würde ich tun, wenn ich selbst all diese Funktionen in meiner Welt inne hätte? Es ist an der Zeit, dass du selbst Verantwortung für dich übernimmst, dich aufraffst und die Ganzheit, Gleichheit und Wahrheit deines wahren Wesens nach außen trägst. Denn du kannst dich nicht hinter einem höheren Wesen oder einem Meister verstecken und gleichzeitig das souveräne Bewusstsein zum Ausdruck bringen. Als Fazit lässt sich sagen, dass das Reich der Täuschung, das ich als Gefängnis bezeichnet habe, erschaffen werden musste, damit sich die Menschen versklaven ließen, ohne dass ihnen dies bewusst war. Alles, was geschehen ist, seit Anu damit begann, die Menschheit zu versklaven, war Blendwerk. Ohne dieses hätten die Menschen nicht mitgespielt, und Anu und die Elite wussten das. Nun macht sich die erste Quelle den Menschen wieder bewusst. Du glaubst vielleicht, du hättest vergessen, aber das stimmt nicht. Du hast nicht vergessen. Nunti Sunya, von Herzen zu deinem, James. Wer war Anu und was war sein Ziel und warum? Anu gelangte durch seine überlegenen Ressourcen und seinen manipulativen Geist an die Spitze der Anunnaki, was ihn dann in die Position eines Retters seiner Rasse katapultierte, was er dann als sein natürliches Geburtsrecht in allen Dimensionen seiner Schöpfung zu betrachten begann.
Nach so gut wie allen menschlichen Definitionen ist Anu Gott. Anus Zweck ist vielschichtig und schwierig auf einen Nenner zu bringen, weil es davon abhängt, von welcher Raumzeitvariable aus du deine Einschätzung vornimmst. In einem Koordinatensystem kann man sagen, dass sein relatives Genie ihn in den Rang eines Gottes erhob. Und doch, in der Sicht eines anderen Koordinatensystems, könnte man sagen, dass er Satan war. Und die Wahrheit ist, er ist beides. Und auch hier wieder aus menschlicher Sicht. Unter den interdimensionalen Ebenen der Existenz, wo Entitäten oder Wesen als individuelle Ausdrucksformen der ersten Quelle existieren, gibt es Rassen von Wesen, die in verschiedenen Schwingungsdichten existieren. Es gibt zahlreiche verschiedene Rassen und ebenso wie in der Natur gibt es einen natürlichen Ausleseprozess, der entscheidet, welche Spezies eine dominante Stellung unter den verschiedenen Rassen einnehmen wird. Die Anunnaki sind die Rasse von Wesen, die innerhalb der interdimensionalen Ebenen zur Vorherrschaft aufstiegen. Und es war ihr König, Anu, der den Prozess vorhersah, der ihn selbst in den Status eines Gottes erheben würde. Diese Geschichte wurde auf 100 verschiedene Arten in verschiedenen Mythologien erzählt. Aber Anu wird auf diesem Planeten von denen als Gott angebetet, die ernsthaft sind und doch gleichzeitig keine Ahnung von dem Ursprung des Gotteskonzeptes haben. Anus Zweck, bezogen auf die Menschheit, war eine körperlich manifestierte Rasse von Wesen zu erschaffen, die er kontrollieren konnte. Es war sein Schöpfungsimpuls, der ihn nach Gottsein streben ließ und danach von seiner Schöpfung angebetet zu werden. Aber er wusste, dass dies nur gelingen konnte, wenn er in der Lage sein würde, die wahre Natur der Menschheit in einem menschlichen Instrument zu versklaven, welches mit einem System des menschlichen Geistes, SMG, und seinen verschiedenen Untersystemen ausgerüstet war. Der Impuls, ein Schöpfergott zu sein, war eine Facette von Anus außerordentlich begabtem Mind, welcher ein Auswuchs seiner genetischen Kodierung war, denn er war in der Lage, dies vor dem Hintergrund der Notwendigkeit, seine Rasse und Zivilisation zu retten, ins Leben zu rufen. Unter dem Druck dieser Notwendigkeit begann er, seine Vision zu entwickeln, auf der Erde eine Rasse von Arbeitern zu erschaffen. Es waren nur Zehntausende von Jahren nach den ersten Experimenten in menschlicher Genetik der Anunnaki, dass die Menschheit gut auf dem Weg war und dass der menschliche Ausdruck eine der zentralen Obsessionen anderer interdimensionaler Rassen zu sein begann. Diese Besessenheit legte den Grundstein für die verschiedenen Mythen von Außerirdischen, die auf anderen Planeten leben, ebenso wie Menschen und die Raumschiffe benutzen, um die Erde zu besuchen. Einige wohlwollend, einige weniger. Jedoch, wie ich schon an früherer Stelle erwähnt habe, ist die menschliche Rasse tatsächlich die einzige Lebensform ihrer Art im gesamten Universum. Was ihre Ebene der Dichte und manifester Körperlichkeit angeht, und das geht auf Anus Experimente zurück, als er menschliche Instrumente erschaffte, die vom System des menschlichen Geistes SMG versklavt werden konnten. Anu war ein Meister der Beobachtung. Er verstand die Essenz von Wesen und setzte dieses Verständnis ein, um sie zu manipulieren. Er wusste, dass alle Wesen in ihrem tiefsten Kern so kodiert waren, dass sie dienen wollten. Innerhalb des souveränen Integrals gibt es ein natürliches Bedürfnis, in Klammern Infusion, dem Einssein aller Wesen zu dienen. Jedoch, und Anu erkannte das, war dieses natürliche Bedürfnis gleichzeitig eine Schwäche, die ausgenutzt werden konnte. Ausgenutzt in dem Sinn, dass Wesen in die Unterdrückung manipuliert werden können, ohne es zu bemerken. Der Goldmythos, welcher der Zweck war, auf dem Anu sein gesamtes Schöpfungssystem manifestierte, ist nur ein oberflächliches Motiv. Es war eine viel weitergehende Agenda, die Anu vorschwebte. Er wollte für alle Wesen, interdimensionale wie dimensionale, in Klammern menschliche, Gott sein und die Macht, die Geschicke eines Planeten, einer Rasse, Gruppe, oder eines Individuums zu regieren, an sich reißen, die demjenigen zukommt, der das System erschaffen hat.
Arno glaubte, oder vielleicht war das auch nur seine Rationalisierung, dass er lediglich menschlichen und interdimensionalen Wesen die Erfüllung verschaffte, Gott zu dienen. Um deine Frage zu beantworten, warum Arno das tat: Es ging einfach um Macht, aber nicht Macht, wie wir uns das vielleicht vorstellen. So wie bei einem Firmenmanager oder Präsidenten eines Landes. Nein, hier ging es um eine Macht, die weitreichend war und ganze Rassen und Planeten einschloss. Aber nicht einmal das war der Grund. Die Motivation war noch subtiler. Sie war, das souveräne Integralbewusstsein zu versklaven, in dem Wissen, dass es machtvoller, intelligenter und bewusster war als selbst Anu. Das war Anus wahres Motiv. Das zu kontrollieren, was größer war als er. Das ist eine Macht, die nach menschlichem Ermessen unvorstellbar ist. Und wenn diese Macht erst einmal erreicht ist, erschafft sie ein Bedürfnis nach noch mehr Macht und dementsprechend noch ausgeklügelteren Kontrollsystemen. Diese Kontrollsysteme sind es, eins über das andere gestülpt, die schließlich die Wahrnehmung von Zeit verlangsamten und die es in einem Sinn Anu erlaubten, in einer vollständig anderen Zeit zu operieren. Diese Zeitdifferenz ermöglichte es ihm, sich schneller als andere Rassen zu bewegen und die Auswirkungen von Ereignissen zu kontrollieren wie ein kosmischer Marionettenspieler. Andere Rassen waren dann im Nachteil, weil sie Empfänger von Ereignissen waren und nicht deren Schöpfer. Sie hinkten dem Schöpfungsfluss stets hinterher, immer darum kämpfend, Schritt zu halten. Es herauszufinden, während, in einem gewissen Sinn, Arno bereits 1000 Meilen Vorsprung hatte. Seine Schachzüge, die andere Rassen dann in einer völlig anderen Zeit erleben würden, berechnend. Wenn die Wingmakers die zentrale Rasse sind und die zentrale Rasse die Schöpfergötter oder Elohim sind, ist dann das Ra-Material und nachfolgende Channelings von zum Beispiel Winfrey und anderen, die sagen, dass sie die Elohim channeln, auch nur ein Teil des GSGS oder channeln sie wirklich die Wingmakers oder erste Quelle? Lass mich die Frage mit einer Analogie beantworten. Sagen wir, ich habe dich in ein Zimmer gebracht, das vollständig dunkel ist. Nicht ein einziges Photon existiert in diesem Zimmer, aber ich bin mir bewusst, dass im Zimmer ein Skalenschalter ist und ich weiß aus Erfahrung, wo er sich befindet. Während ich ihn betätige, entlässt die Skala Lichtphotonen aus einer punktförmigen Quelle in den Raum, die mit einer Genauigkeit fokussiert sind, die ich kontrolliert habe. Wenn ich die Skala weiter aufdrehe, erhöht sich die Zahl der Photonen so sehr, dass du beginnen würdest, im Raum Objekte zu sehen, sehr undeutlich zunächst, aber immerhin. Du würdest beginnen zu sehen, dass der Raum nicht schwarze Leere ist, sondern vielmehr aus Objekten besteht, die im Raum gegenwärtig sind, obwohl du nicht weißt, um was für Objekte es sich handelt. Wenn ich jetzt den Photonenausstoßer auf ein bestimmtes Objekt richte und die Skala hoch genug aufdrehe, würdest du sehen, dass es sich um die menschliche Seele handelt. Wenn ich noch weiter aufdrehen würde und die Photonen in einem weiteren Umkreis streuen lasse, würdest du den Gott-Geist-Seele-Komplex sehen, wie er die menschliche Seele wie einen Kreislauf speist. Wenn ich noch weiter aufdrehen würde und noch mehr Photonen in den Raum strömen lasse, würdest du sehen, dass es im fernen Hintergrund hinter dem Gott-Geist-Seele-Komplex Objekte gibt und doch wären diese Objekte noch schwächer ausgeleuchtet und geheimnisvoll. Die Objekte, die so unscharf im Hintergrund stehen, so unscharf, dass sie unbekannt bleiben, sind das souveräne Integral und sein kollektiver Ausdruck. Erste Quelle. Der Gott-Geist-Seele-Komplex GGSK existiert in diesem Raum und ist das erste Objekt, das von dem Licht beleuchtet wird. Im schwachen Licht einiger tausend Photonen wird das GGSK der Interpretation von tausenden, wenn nicht Millionen von spirituellen Forschern ausgesetzt. Niemand sieht deutlich genug, um es klar zu definieren,
und die Interpretationen bleiben von einer Ära zur nächsten lebendig. Wenn ich nun den Photonenausstoßer auf die Objekte in der Entfernung richten würde und weiter aufdrehte, könnte der Zuschauer nun wahrnehmen, dass das souveräne Integral nicht mit dem Gott-Geist-Seele-Komplex GGSK verbunden ist und dass der Gott-Geist-Seele-Komplex etwas ist, das die Sicht auf das souveräne Integral sogar unterdrückt oder verstellt. Es ist nämlich nicht möglich, das Licht auf das souveräne Integral zu richten, ohne ebenfalls seine Unterdrückung durch den Gott-Geist-Seele-Komplex zu beleuchten. Aber das bedeutet nicht, dass diejenigen, die den GGS-Komplex übermitteln oder nicht ernsthaft sind. Es bedeutet einfach nur, dass in der tieferen Wirklichkeit des souveränen Integrals die GGSK als eine Form von Unterdrückung enthüllt wird, die in keiner wie auch immer gearteten wesentlichen Weise mit dem souveränen Integral oder erster Quelle verbunden ist. Brücken werden vom GGSK zum souveränen Integral gebaut, weil es Individuen gibt, die sich auf einer unbewussten Ebene des souveränen Integralbewusstseinszustandes bewusst sind und sie bauen Brücken vom GGSK zu dieser tieferen Wirklichkeit, ahnungslos, wohin ihre Brücke letztendlich führt. Nun zu deiner Frage. Diejenigen, die channeln, haben keine Bewusstheit von der jeweiligen Quelle, aus der ihre Information stammt. Channeling ist eine Eingabe aus dem System des menschlichen Geistes und seine ursprüngliche Quelle kann unbekannt sein, nicht enthüllt oder falsch zugeordnet. Es stammt nicht aus dem Bewusstseinszustand des souveränen Integrals oder dem von erster Quelle, da diese Information in Worten oder Bildern nicht übertragbar wäre. Wann immer ihr Worte und Bilder seht, müsst ihr wissen, dass sie dem SMG entstammen. Und ja, das schließt auch diese Worte hiermit ein. Diejenigen, die versuchen, Brücken vom SMG zum Bewusstsein des souveränen Integrals zu bauen, haben keine andere Wahl, als Worte, Klänge, Techniken, Technologien und Bilder zu benutzen, um menschliche Wesen zu inspirieren, diese neue Ära der Transparenz und Expansion zu umarmen, willkommen zu heißen. Weil diese Brücken nur mit den Werkzeugen des Systems des menschlichen Geistes, SMG, ausgedrückt werden können. Selbst wenn sie versuchen, die tiefer liegenden Objekte im Raum zu enthüllen, können sie nur den allgemeinen Umriss und die allgemeine Gestalt andeuten. Das ist alles Teil des Übergangsprozesses. Aber wie ich bereits sagte, seid darauf vorbereitet, dass woran ihr glaubt, über Bord zu werfen. Seht es einfach als etwas, das sich dann erübrigt. Denn das, woran ihr glaubt, gehört nicht zum souveränen Integral, weil alles, woran ihr glaubt, zum Mind und nur zum Mind gehört. Obwohl du sagst, dass es keinen Aufstieg im traditionellen Sinn gibt, sagst du doch, dass wir uns in einer Ära der Transparenz und Expansion hineinbewegen, wo Kräfte des kollektiven Systems versagen und wo das Bewusstsein des souveränen Integrals zugänglicher wird. Was verursacht diesen Ärawechsel, wo wir, wie du sagst, die Spitze der Pyramide manifestierten Lebens erreicht haben? Auf eine Art, wenn das System des menschlichen Geistes ein Labyrinth oder eine Matrix aus Täuschung ist, die sich durch das gesamte bekannte Universum oder Multiversum erstreckt, was ja auch als Spiel bezeichnet werden könnte, dann ist doch im Wesentlichen die Selbstverwirklichung unserer wahren Natur als souveränes Integral oder erste Quelle das Heraustreten aus dem Spiel oder der Matrix, was dazu führt, dass das Spiel vorbei ist oder zu eins sein. Aufstieg ist kein individueller Prozess, weil das Individuum nicht von seiner Kernessenz getrennt ist. Noch braucht es einen Mittler, um das Individuum mit seiner Essenz wieder bekannt zu machen. Wobei die Essenz das ist, was ich die ganze Zeit hier als souveränes Integral bezeichnet habe. Was das Individuum wirklich braucht, aus den Fängen der künstlichen Welten,
des Systems des menschlichen Geistes, SMG, befreit zu sein. Und alles, was das erfordert, ist das sich entwickelnde Gewahrsein, das während der Quantenpause oder etwas Vergleichbarem geboren und erhalten wird. Die Ursache hinter der Ära der Transparenz und Expansion ist vielschichtig. Aber lasst mich über ihren Zweck sprechen, bevor ich zu ihrer Ursache komme, da sie immer zusammenhängen. Der Zweck dieser neuen Ära ist die Übertragung von Wissen, sich beziehend auf das souveräne Integral, damit die Menschheit beginnen kann, durch authentischen Selbstausdruck zu leben, wie es einem souveränen Integral hier auf der Erde angemessen ist. Mit anderen Worten, die Täuschungen, die es bisher in dieser Welt gegeben hat, die Systeme der Verdrängung und Verdeckung werden nach und nach aufgelöst werden und in dem Maße, wie sich dieser Makroprozess parallel zur Übertragung von Wissen auf das Individuum entfaltet, kann erste Quelle zum ersten Mal die dimensionalen Welten bewohnen. In verschiedenen spirituellen Texten wird dies der Himmel auf Erden genannt. Bei Lyricus sprechen wir in diesem Zusammenhang vom großen Portal, aber auch wenn die Bezeichnungen unterschiedlich sind, handelt es sich um dasselbe Ereignis. Was nun ihre Ursache angeht, ist die Ära der Transparenz und Expansion einfach eine natürliche Folge der Gegenwart des souveränen Integrals, wohlwollender interdimensionaler Wesen, der Transformation der Erde, was Raumzeit angeht, und des Portals in die interdimensionalen Reiche, das sich in den letzten 10 Jahren geöffnet hat. Ich erläutere die genannten Aspekte mal einen nach dem anderen. Das souveräne Integral existiert hier und jetzt. Ein unendliches Wesen, verborgen in dem, was einige das endliche menschliche Körper-Mind-System oder menschliches Instrument nennen würden. Innerhalb dieser Präsenz, der Quantenpräsenz, besteht eine Verbindung zwischen allen Lebensausdrucksformen auf der Quantenebene und es ist durch diese Verbindung, dass Transformation des Ganzen möglich ist. In dem Maße, wie mehr und mehr individuelle Ausdrucksformen, auch Individuen genannt, sich auf erste Quelle einschwingen und ihren Selbstausdruck dem Ausdruck des souveränen Integrals widmen, wird sich dieses neue Gewahrsein und diese neue Fähigkeit auf alles Leben übertragen. Natürlich ist das ein Prozess, der Äonen braucht, aber jetzt erreicht er gerade eine kritische Masse innerhalb der Erde, der Natur und der Menschheit. Analog dazu ist der Einsatz des genetischen Manipulationssystems, GMS. Ich habe ja an früherer Stelle in diesem Interview gesagt, dass das GMS ein offenes System war. Und es ist aus diesem Grund, dass andere interdimensionale Wesen so interessiert an der Menschheit waren. Diese Wesen, die die Grauen genannt werden, sind nur ein Beispiel. Innerhalb des bekannten Multiversums ist das menschliche Instrument einzigartig. Und aus diesem Grund haben andere Rassen eine solche Besessenheit hinsichtlich seiner Qualitäten und Fähigkeiten entwickelt. Diese interdimensionalen Rassen verwenden Raumschiffe als Mittel, um Schwingungsebenen zu durchqueren. Mit anderen Worten, sie durchqueren nicht Raum, so wie wir uns Raum vorstellen. Es ist vielmehr so, dass sie Schwingungsebenen austauschen und dafür verwenden sie ihre Raumschiffe. Wenn sie für längere Zeit in unserer Schwingungsebene bleiben, manifestieren sie sich und werden für unsere Sinne sichtbar. Und wenn sie für längere Zeit manifestiert geblieben sind, können sie nicht wieder in ihre Dimension zurückkehren. Das ist wegen unserer Schwerkraftfelder und der subtilen Unterschiede zwischen den beiden Dimensionen der Existenz. Einige dieser interdimensionalen Wesen, die materialisiert wurden, haben sich in Untergrundbasen zurückgezogen
oder in einigen Fällen haben sie ihre physischen Körper verwandelt, sodass sie in der Lage waren, sich einigermaßen gut in die menschliche Gesellschaft einzufügen. Neugierige an der Conditio Humana, an der Erfahrungsebene des Menschseins, ist der Hauptgrund, dass UFOs und außerirdische Einflüsse und Interaktionen existieren. Die Menschheit wurde und wird wie keine andere Spezies untersucht und erforscht. Und während Anu ein klares Ja dazu hatte, dass andere Rassen die Menschheit erforschen könnten, war für ihn klar, dass sie keinen Einfluss nehmen durften. Es gab jedoch einige Wesen, die Anu nicht unterworfen waren und die unabhängig von den Anunnaki und ihren Verbündeten operierten. Und hier jetzt meine ich direkt die Wingmakers. Das genetische Manipulationssystem, GMS, ist mit den unbewussten Bereichen des Systems des menschlichen Geistes verbunden. Wenn also eine Veränderung durch das GMS auch nur bei einem winzigen Bruchteil der Menschheit erfolgt, wird diese Veränderung über den unbewussten genetischen Mind auf die gesamte Menschheitsfamilie übertragen. Die Geschichte darüber, wie die Wingmakers das GMS benutzten, um Portale zwischen der menschlichen Domäne und den interdimensionalen Domänen zu öffnen, würde mehr Raum und Zeit einnehmen, als ich in diesem Interview zur Verfügung habe. Deshalb will ich hier nur sagen, dass die Wingmakers einige der Implantate innerhalb der GMS so angepasst haben, dass bestimmte Individuen der menschlichen Familie in der Lage sind, die Vision einer von den Behinderungen der Gott-Geist-Seele-Komplex befreiten menschlichen Seele zu entwickeln und in einigen Fällen auch zu erfahren. Die Erde, die Natur, durchläuft ihre eigene Transformation, stimuliert durch ihre Resonanz mit neuen Energien aus dem Raum und ihres eigenen Erwachens infolge des Zustandes der Menschheit. Die Erde oder Natur ist sich sehr wohl des menschlichen Einflusses auf ihre Domänen bewusst. Und dieser Einfluss hat ihre Verteidigungsstrategien für ihr Fortbestehen stimuliert. Es ist vielleicht schwer zu begreifen, dass die Erde, die Natur, sich des Systems des menschlichen Geistes bewusst ist, während wir selbst uns unseres Zustandes weitgehend unbewusst bleiben. Aber so ist es. Die Erde erkennt, dass die Menschheit zu ihrer wahren Essenz erwachen muss, dass es andernfalls das Schicksal der Erde ist, ihrerseits in Versklavung durch diejenigen zu leben, die selbst versklavt sind. Was die Portale angeht, die zwischen der menschlichen Dimension und den interdimensionalen Reichen geöffnet wurden, geschah dies zum ersten Mal 1998. Die Portale enthüllten beispielhaft, wie Anu so gut wie sämtliche Wesen durch die Schöpfung von interdimensionalen Domänen getäuscht hatte, die entworfene Programme waren, wiederum eingebettet in Programme in Programmen. Alles zu dem Zweck, Anu als Gott über alle darzustellen. Unsere Geschichte ist ja voll von Berichten und Erzählungen von Individuen, die in den Himmel aufstiegen und dort Engeln und Meistern begegneten. Diese Berichte sind so zahlreich, dass es fast wie etwas Normales erscheinen mag. Ist es jedoch nicht. Bevor die Portale 1998 geöffnet wurden, interagierten diejenigen, die die Himmel bereisten, mit Reichen des Mind bzw. mit astralen Domänen. Die Ära der Transparenz und Expansion begann 1998 und sie wird sich erstrecken bis hinein in eine ewig anhaltende Zukunft, die die Menschheit und ihre interdimensionalen Verbündeten erwartet. Ist dieses Verständnis in einem Sinn nicht einfach dasselbe wie das der Erleuchtung, insoweit als sie traditionell als direktes Erkennen und Verwirklichung unseres Gottseins oder unserer Göttlichkeit dargestellt wird, was ja in der östlichen Philosophie ein weit verbreitetes Konzept ist? Sozusagen als Erkenntnis, dass wir Gott oder erste Quelle sind, es immer waren und immer sein werden? Anu hat im menschlichen Wesen die Sehnsucht einkodiert, nach Erleuchtung zu suchen und gleichzeitig den Gott-Geist-Seele-Komplex erschaffen, um die Suche teilweise zu befriedigen.
Ich sage teilweise, denn für die meisten Menschen beginnt die Suche auf einem Pfad, wechselt aber dann zu einem anderen und noch einem anderen und noch einem anderen. Im Verlauf eines Lebens hat der durchschnittliche Mensch auf Dutzenden religiöser, wissenschaftlicher, okkulter und spiritueller Wege gesucht. Und doch geht die Suche immer weiter. Das liegt daran, dass das in Menschen einkodierte Programm, welches durch das System des menschlichen Geistes verstärkt wird, die Suche nach Gott, Geist, Seele außerhalb des Individuums stimuliert. Selbst wenn die Lehre, um die es geht, erklärt, dass das Königreich Gottes im Innern liegt. Wenn du der Schöpfer der Menschheit wärest und das Einzige verbergen wolltest, das alle Antworten im Hinblick auf das Selbst beantworten würde, damit jede Suche nach Wahrheit überflüssig machend, wo würdest du dieses faszinierende Geheimnis verstecken? Wenn du weise wärest, würdest du es direkt vor jedermanns Augen verstecken und gleichzeitig in deine Schöpfung ein nie zu befriedigendes Sehnen einpflanzen. Die Wahrheit in Büchern, Vorlesungen, bei spirituellen Weisen, Heiligen, Propheten, in spirituellen Techniken, bei Schamanen, Hexen, in alten Texten, Kirchen, Synagogen, Moscheen, Ashrams, auf Webseiten und an hunderten anderer Orte zu suchen. Und das ist genau das, was Arno getan hat. Das östliche Konzept der direkten Verwirklichung oder Selbstverwirklichung oder Gottesverwirklichung ist Teil der Brücke, die ich in meiner Antwort auf Frage 20 erwähnt habe. Es ist jedoch mit einigen wenigen Ausnahmen immer noch an das Erkennen des Gott-Geist-Seele-Komplexes durch den Mind gebunden. Es gibt einige, die einen Einblick in den Bewusstseinszustand des souveränen Integrals erhascht haben, aber es ist ein sehr geringer Prozentsatz und in gewissem Ausmaß ist dieser kleine Prozentsatz zurückzuführen auf die Kommerzialisierung der spirituellen Hierarchie der östlichen Wege und ihrer Neigung zur Trennung durch die Lehrer-Schüler-Anordnung. Diejenigen, die Zugang zum Zustand des souveränen Integrals haben, können diesen Zugang willentlich herbeiführen. Sie haben außerhalb des SMG, System des menschlichen Geistes, und den davon abhängigen Unterdrückungssystemen Zugang zu den interdimensionalen Reichen. Sie verstehen, wie dieser Zugang zum Zustand des souveränen Integrals zu nähren ist und andersherum auch wie das Unterdrückungssystem ausgehungert werden kann. Das ist eine unglaublich geringe Zahl von Menschen. Wenn du kosmisches Bewusstsein von Richard Maurice Bucke liest, dort berichtet er ausführlich über einige der größten spirituellen Forscher in der gesamten Geschichte und legt detailliert dar, wie sie von einem geheimnisvollen, nicht physischen Licht und einer klaren Empfindung des Einsseins mit allem Leben durchtränkt wurden. In so gut wie jedem Fall war die Erfahrung eines kosmischen Bewusstseins eine plötzliche, unerklärliche und tiefe Erfahrung von Einssein mit dem Universum. Ein Gefühl, das viele Tage anhielt und sie für den Rest ihres Lebens positiv beeinflusste. Die meisten von denen, die dieses kosmische Bewusstsein erfuhren, hatten das Gefühl, durch ihre Schriften, ihre Kunst und Lebensarbeit ein Kanal für diese Energie geworden zu sein. Aber diese Erfahrungen sind nicht wiederholbar. Derjenige, der sie erfährt, ist nicht in der Lage, willentlich in die himmlische Sphäre hinüberzugleiten. Noch haben sie eine klare Bewusstheit darüber, was wirklich ist, und was Täuschung bleibt. Das ist nicht der Fehler dieser Vorreiter der Menschheit. Ich will hier einfach nur klarstellen, dass es sich um eine andere Erfahrung handelt, aus meiner Sicht um eine Erfahrung innerhalb des Systems des menschlichen Geistes. Erste Quelle ist nicht Gott, nicht so, wie menschliche Wesen Gott verstehen.
Gott als Wesenheit, unabhängig von dir oder mir, existiert nicht, obwohl es solche gab, in Klammern, siehe Anu, die sich selbst für Gott hielten und als solcher erschienen. Erste Quelle ist das Kollektivum von souveränen Integralen überall im gesamten Multiversum. Und das, was sie verbindet, ist Quellenintelligenz, in Klammern Source Intelligence. Der gesamte Gott-Geist-Seele-Komplex, wie er von Anu entworfen wurde, stellt die Wirklichkeit so dar. Gott gleich erste Quelle, Spirit-Geist gleich Quellenintelligenz, Ursprungsintelligenz und als drittes Seele gleich souveränes Integral. Aber diese Konzepte sind nicht deckungsgleich. Wenn jemand sagt, ich bin selbst verwirklicht und daher erleuchtet, ist sie oder er dann vom Gott-Geist-Seele-Komplex erleuchtet? Oder erfahren sie dann den Bewusstseinszustand des souveränen Integrals jenseits des Systems des menschlichen Geistes? Wenn letzteres der Fall ist, wirst du sie nicht auf Vorlesungsreisen finden, Seminare haltend, Schulen oder Ashrams errichtend, Vorträge haltend, einen spirituellen Weg erschaffend, für Geld heilend, aus ihrer Erfahrung Profit schlagend oder behauptend, sie hätten spezielle Kräfte, die anderen fehlen. Anu wollte sicherstellen, dass spirituelle und religiöse Sucher sich in den Himmeln seiner Schöpfung verfingen. Deshalb ist die Kodierung, außerhalb zu suchen, so machtvoll. Und deshalb fühlen wir diese Trennung von Körper und Seele und Gott. Deshalb halten wir so verbissen an den verwässerten und kraftlosen Versionen von erster Quelle, Quellintelligenz und souveränem Integral fest, wie wir sie im Gott-Geist-Seele-Komplex finden. Deshalb sprechen unsere Gedanken und unsere Gebete, die so voller Hoffnung sind, zu einer Maske von erster Quelle, die nicht eins mit uns und uns gleich ist. Das System unseres menschlichen Geistes, unser SMG, wird angetrieben von Wut, Gier, Enttäuschung, Gereiztheit, Schuldzuweisung, Angst, Übelnehmen und anderen sogenannten negativen Emotionen, die zum großen Teil durch unser fehlendes Verständnis kommen, dass wir alle eins und gleich sind und dass diese Wahrheit die Grundlage des Lebens ist. Diejenigen, die sich in die klaren Wasser des souveränen Integrals gewagt haben, haben eine Verantwortung, den Prozess zu teilen, wie die Masken und Täuschungen abgestreift werden können, in der Welt lebend, aber nicht von der Welt seiend. Und das bedeutet, dass sie sich nicht an den Täuschungen des SMG beteiligen. Dieser Prozess ist so einfach wie das Praktizieren der Quantenpause, der 6 Herztugenden und am Ball zu bleiben bis zu deinem letzten Atemzug. Niemand wird dafür zahlen. Es gibt keinen Meister oder Lehrer. Es gibt keine Schule und keinen Abschluss. Es gibt kein Buch zu lesen und keinen Vortrag zu hören. Es ist einfach und leicht. Wenn du in dir Resonanz angesichts dieses Ansatzes spürst, kannst du es ausprobieren und sehen, ob es sich für dich natürlich anfühlt. Niemand wird dich verurteilen, wenn du dich dann entscheidest, das nicht bis zu deinem letzten Atemzug weiterzumachen, außer dir selbst. Inwiefern ist das Gewahrsein, souveränes Integral zu sein, anders als die durch Meditation und das Erwachen der Kundalini erreichte Selbstverwirklichung? Und da du ja eine Atemtechnik empfohlen hast, ist das nicht dasselbe wie irgendeine andere Technik, die das Aufsteigen der Kundalini stimuliert, die Verbindungen zwischen den Chakren und schließlich die Erleuchtung? Wie ihr ja vielleicht schon aus meinen letzten Antworten entnommen habt, ist das souveräne Integral quasi die Neufassung der menschlichen Seele während der Ära der Transparenz und Expansion. Diese Ära wird in der Erfahrung des großen Portals verankert sein, welches das Bewusstsein
der ersten Quelle vereinte und sich ihrer selbstbewusst seiende souveräne Integrale auf Erden lebend ist. Das ist die Ära, an deren Ufer wir gerade angelangen. Und diese Werkzeuge, Techniken, mentalen Modelle und Methoden der vorherigen Zeitalter haben einfach keine Bedeutung mehr. Ebenso wenig wie die Rechenschieber im Zeitalter der Computer noch irgendeine Relevanz haben. Wie der Rechenschieber im Zeitalter der Computer noch irgendeine Relevanz hat. Ja, ich bin mir bewusst, dass ich hier sehr direkt bin, aber es ist Zeit, direkt und ehrlich zu sein, ohne übermäßiges Sorgen darum, wie die Leute darauf reagieren könnten. Seht es einfach mal so. Und ich will jetzt nicht speziell die östliche Spiritualität aufs Korn nehmen. Aber ihr habt nach Kundalini gefragt und ich antworte darauf, aber was ich sage, gilt für alle traditionellen Methoden und mentalen Modelle, gleichgültig wo ihre kulturellen Wurzeln liegen. Kundalini ist ein komplexes System der Energiemanipulation innerhalb des menschlichen Instruments, das in Erleuchtung des Geistes gipfelt. Es ist ein System des Aufstiegs, wo ein Lehrer, der weiß, wie die Kundalini zu aktivieren ist, dem Schüler dabei hilft, seine Chakren oder sein Energiesystem richtig auszurichten. Was ist aber Energie? In den Dimensionen des souveränen Integrals gibt es keine Energie. Es gibt kein Auf und Ab von Energie. Es gibt kein Yin und Yang von Energie. Energie ist ein Konzept des Mind. Diejenigen von euch, die endlose Stunden damit verbracht haben, mit Energie zu arbeiten, wohin hat es euch geführt? Energie existiert im System des menschlichen Geistes. In der physischen Welt ist sie wirklich. Sie ist unbestreitbar ein Aspekt des menschlichen Instruments. Und doch ist das souveräne Integral gleichbleibend, bewusst, wach, gewahr, beobachtend, lebendig, unendlich. Und, so seltsam das erscheinen mag, es ist nicht Energie. Es ist nicht aus Energie. Es benötigt keine Energie. Es existiert nicht wegen Energie. Bevor es Energie gab, gab es das souveräne Integral. Bevor es das System des menschlichen Geistes gab, gab es das souveräne Integral. Nun könnt ihr vielleicht sagen, okay, aber beschleunigt die Praxis des Kundalini, in Klammern oder irgendeiner anderen legitimen Aufstiegspraxis, nicht meine Fähigkeit, das souveräne Integral zu verstehen? Und meine Antwort wäre ein eingeschränktes Ja. Aber nur in dem Maße, wie du bereit bist, loszulassen, was du gelernt hast, und einen neuen ersten Punkt, Ausgangspunkt, zu errichten, der weder Trennung noch Komplexität beinhaltet. Wenn du erst einmal einen bestimmten Rang oder Leistungsstand erreicht hast, wenn du Können und Wissen angesammelt hast, auf dem Weg bist, ein Lehrer zu sein, läufst du Gefahr, am Irrelevanten und Überholten festzuhalten. Und das kann dann wie Schlingpflanzen sein, die sich an dich hängen und deine Bewegungsfreiheit in diese neue Ära behindern, in die wir uns jetzt hineinbewegen und in der wir jetzt sind. Um es noch einmal ganz klar zu sagen, diejenigen, die glauben, ein Meister könnte bestimmte Worte zu ihnen sagen, wie im Fall von Diksha, in Klammern, das mit Kundalini zusammenhängt, und durch diese Worte könnte er sie wie ein Magnet zur Erleuchtung hinziehen, sind sie fehlgeleitet. Wenn jemand glaubt, er sei durch das Lesen eines Buches erleuchtet, liegt er falsch. Wenn jemand glaubt, er könne ein Mantra wiederholen und sei erleuchtet, liegt er falsch. Ich will hier niemandem auf die Füße treten. Aber es ist nun einmal eine Tatsache, dass es auf diesem Planeten Milliarden von Menschen gibt, die in ihrer Praxis von Spiritualität, Okkultismus, Religion, ja und sogar Naturwissenschaft fehlgeleitet sind. Sie praktizieren etwas, von dem sie glauben, dass es sie der Wahrheit näher bringt, wo sie doch selbst Wahrheit sind. Und ihre Praxis erschafft nur noch dickere Wände zwischen Gewahrsein und Wahrheit.
In der Ära, in Klammern Zeitalter, der Transparenz und Expansion geht es ja gerade darum, die Wände niederzureißen. Es geht nicht darum, mehr Wissen und mehr Informationen aufzusaugen. Die Quantenpause hat keinerlei Bezug zu Kundalini oder dem Kundalini-umgebenden Glaubenssystem. Wir könnten mit Gertrude Stein sagen, eine Atemtechnik ist eine Atemtechnik ist eine Atemtechnik, aber das entspricht nicht meiner Erfahrung. Während Quantenpause im Grundsatz tatsächlich eine Atemtechnik ist, ist sie auch eine Methode, das menschliche Instrument zu verlassen und den Bewusstseinszustand des souveränen Integrals zu erfahren. Das ist deshalb, weil Atem die Autobahn oder das Portal ist, das aus dem menschlichen Instrument herausführt. Denkt daran, dass die astralen Domänen und die Domänen des Mind, also Geist, sich innerhalb des menschlichen Instrumentes befinden, dass wir also kein Interesse haben, dort herumzureisen oder dorthin zu reisen, dass sie ja innerhalb des Systems des menschlichen Geistes liegen und deshalb illusionär und irreführend sind. Quantenpause ist eine Methode bzw. ein Prozess der Entwirrung aus dem System des menschlichen Geistes, erkennend, dass deine Selbstdefinitionen und Identifikationen mit Kultur, Familie, Religion, Spiritualität, materiellem Besitz, Geld und Zweck programmiert wurden und nichts mit dem zu tun haben, wer oder was du wirklich bist. Das ist für viele Menschen schwer zu akzeptieren, aber darum geht es bei der Quantenpause. Es ist der Atem, ermöglicht durch die Natur, der dem menschlichen Instrument Leben einhaucht. Und es ist das menschliche Instrument, das dem souveränen Integral innerhalb der manifesten physischen Existenz auf der Erde Leben gibt. Daher ist der Atem das Bindeglied und Quantenpause ermöglicht es, dieses Bindeglied zu nähren, erweitern, stärken und zu stabilisieren. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass alles, was ich sage, von euch erwogen und überprüft und als Rahmen verstanden werden sollte, nicht wie eine Vorschrift oder Anweisung, die streng zu befolgen ist. Individuen müssen die Verantwortung dafür übernehmen, ihre eigenen Forschungstechniken, Methoden der Expansion und neue Verhaltensweisen, mit denen sie sich aus ihrem SMG befreien, zu finden. Quantenpause ist ein Rahmen, kein bestimmtes System. Durch das Internet, in Klammern eine Analogie zum genetischen Mind, könnt ihr eure Anpassungen, Ergänzungen und neue Techniken miteinander teilen. Und ich ermutige euch, das zu tun. Noch ein letzter Kommentar zur Anweisung der Quantenpause. Die große Aha-Erfahrung ist nicht das, wonach du dabei suchst. Du versuchst nicht, irgendwas anzuziehen. Du versuchst nicht, neue Informationen aufzusaugen oder wissender zu werden. Du versuchst nicht, Energie in deinen Körper zu bewegen. Du versuchst nicht, deinen Körper zu verlassen. Und du versuchst auch nicht, mit deinem höheren Selbst oder mit Gott zu kommunizieren. Wenn du Quantenpause anwendest, geht es dir darum, die Wände niederzureißen, die dich von dem Bewusstseinszustand trennen, der dich ausmacht, immer ausgemacht hat und immer ausmachen wird. Quantenpause soll dich mit der Transparenz und Expansion dieser Ära, zu der wir alle gehören, in Übereinstimmung bringen. Du hast gesagt, dass die Erleuchtungserfahrung der Vergangenheit, verkörpert in den Erfahrungen von Samadhi und so etwas durch große Lehrer wie Christus, Buddha und andere, sie nicht wirklich in wahren Kontakt mit ihrer wahren Natur gebracht hat.
nicht außerhalb des SMG und dass sie deshalb dem Gefängnis des SMG auch nicht entkommen sind und deshalb nicht diesen Zustand der direkten Wahrnehmung der eigenen wahren Natur als Gott oder erste Quelle erfahren haben. Welches Mitglied der Menschheitsfamilie hat denn diese Verwirklichung erlangt? Die spirituellen Meister, die die symbolischen Führer religiöser Institutionen wie der Christenheit oder dem Buddhismus geworden sind, um nur zwei zu nennen, gehören zu den Vorreitern der Menschheit. Sie waren die spirituellen Forschungsreisenden und Aktivisten ihrer Zeit und Kultur und waren und sind dem spirituellen Leben und der Weitergabe ihrer mühsam erworbenen Weisheit an die Menschen immer noch tief verbunden. In ihrer Ära kamen sie an die äußeren Gefängniswände, in Klammern, wobei das Gefängnis das System des menschlichen Geistes ist, indem sie viele der vorher bestehenden Mauerverstärkungen und Ablenkungen durchbrachen, die ihre Mitmenschen gefangen hielten. Sie waren von ihrer Bestimmung, ihrer Berufung überzeugt und waren vorbildhaft für ihre Zeit. Ihre Motive waren rein und sie brachten den Menschen neue Perspektiven, die eine Beschleunigung hin zum souveränen Integral bewirkten. Aber die Entfernung zwischen menschlichem Wesen in der Ära von Jesus und Buddha und der Erfahrung des souveränen Integrals waren unüberwindlich. Das menschliche Instrument war für diese Interaktion und Erfahrung nicht vorbereitet. Jedoch war es sehr wohl möglich, die Richtung vorzugeben, die ersten Schritte konnten eingeleitet werden, und eine noch skizzenhafte Karte für spätere Generationen von spirituellen Forschern entworfen werden. Denkt daran, dass wir alle Facetten menschlicher Erfahrung darstellen und Lebenszeit auf Lebenszeit zurückkehren, unsere Indoktrination durch das System des menschlichen Geistes erneuernd, aber gleichzeitig dringt immer einer oder mehrere unserer Art in eine tiefere Region unseres kollektiven Gefängnisses vor und kehrt zurück, um darüber zu schreiben oder zu sprechen. Ihre Beobachtungen und Erfahrungen werden Teil unseres genetischen Mind oder Unbewussten und haben von dort aus eine tiefe Wirkung auf die gesamte Spezies, weil die Menschheitsfamilie, jeder oder jede einzelne von uns einen Zugang zu diesem Bewusstsein hat. Aber die Schritte, die wir in Richtung auf das souveräne Integral tun, sind klein, manchmal so winzig, dass sie kaum zu erkennen sind, wenn wir sie vor dem Hintergrund einer einzigen Lebensspanne betrachten. Das Zeitalter, in dem wir jeweils leben, bestimmt unseren Selbstausdruck, wie wir uns definieren und was wir glauben. Wir sind immer im Prozess der Evolution, so wie sie vom genetischen Mind, der Erde, Natur und den interdimensionalen Wesen bestimmt wird, die mit der Menschheit interagieren. Hinter all dem ist erste Quelle, die die Menschheit auf meisterhafte Weise zu sich selbst zieht, einen von uns nach dem anderen. Vor diesem Hintergrund ist, so hoffe ich, klar geworden, dass Jesus oder Buddha oder Lao Tzu oder Mohammed oder Saint Germain oder sonstige Meister ihrer Ära sich an vorderster spiritueller Front befanden. Tief im Territorium des höheren Mind, der an sich schon so unendlich weit ist, dass neben ihm das physische Universum so winzig wie ein Sandkorn wirkt. Das Eintreten in die nichtpolaren Bereiche war nicht angehend so zugänglich, wie es das heute ist. Es gibt keine Brücken zu überqueren. Es war im wahrsten Sinne des Wortes vollkommen weglose Wildnis.
Und so berührten von diesen spirituellen Forschern, so großartig sie auch waren und so tief sie auch in die himmlischen Reiche vordrangen, nur wenige die wahre Essenz unserer höchsten Natur. Jedenfalls in der betreffenden Lebensspanne, in der sie mit einer Religion oder einem spirituellen Weg identifiziert waren. In der Wissenschaft gibt es eine Parallele dazu. Denkt nur an Newton, den größten wissenschaftlichen Forscher seines Zeitalters. Und heute wissen wir, wie fehlerhaft seine Annahmen waren. War er fehlgeleitet? Nein, er operierte in seiner Ära auf der höchsten Ebene, auf der Grundlage des genetischen Mind. Selbst jetzt, in unserer Ära, werden die Beiträge Einsteins von Physikern und Kosmologen des 21. Jahrhunderts in Frage gestellt, ebenso wie die Wissenschaft das Universum immer wieder neu definiert. Definieren spirituelle Forscher den Gott-Geist-Seele-Komplex immer wieder neu. Die Schichten von Wissen, die in beiden Fällen schier unübersehbar sind und die in ihrem Kern mathematische Entsprechungen haben, über einer Oktave, die für die Menschheit jetzt noch unvorstellbar ist und erst recht unentdeckbar. Daher ist jede Annahme, ich könnte die Leistungen und Beiträge der spirituellen oder wissenschaftlichen Pioniere der Menschheit als mangelhaft oder irregeleitet darstellen, nur das Ergebnis eines Mangels an Verstehen für den großen Kontext von der Zeit und der Tiefe der Zwiebel, die wir kollektiv schälen, sowohl in spiritueller als auch in wissenschaftlicher Hinsicht. Und inwiefern unterscheidet sich diese Verwirklichung von der von Buddha, Jesus oder anderen Meistern, die als solche innerhalb der Menschheitsfamilie allgemein anerkannt sind? Wenn jemand sagt, er ist ein souveränes Integral und daher erste Quelle, ist das nicht dasselbe wie sagen, man ist Gott oder erleuchtet oder eins? Während ich diese Frage ja in früheren Antworten bereits von einer traditionelleren Warte aus beantwortet habe, werde ich sie diesmal von einer anderen Warte aus beantworten. In der Stille, Absichtslosigkeit und Leere, die du bist, existiert alles. Und doch ist es nicht genau das, was menschliche Wesen am meisten fürchten? Im absoluten Zentrum deines Wesens, wo das Nichts ist, die Leere, fürchtest du das etwa nicht? Vielleicht wäre es präziser zu sagen, dass hier der Ursprung von Angst überhaupt liegt. Eigentlich eine Ironie. Findest du nicht, dass das souveräne Integral das, was dich am deutlichsten ausmacht, von dir gefürchtet wird? Warum glaubst du, ist das so? Warum solltest du das Nichts fürchten und die Leere, die du bist? Warum solltest du dich weigern, durch das Tor deines menschlichen Instrumentes zu schauen und wahrzunehmen, was dort ist, ohne dass dein Mind Wache steht? Das ist genau der Grund, warum menschliche Wesen süchtig nach spiritueller Propaganda sind. Sie fürchten die unbewegliche Stille, in der sie existieren, weil sie durch ihr SMG programmiert wurden und es als Wahrheit akzeptiert haben. Das Nichts, das ist nur Tod und Nicht-Existenz. Also suchen sie nach dem Schönen, den Harmonischen, den spirituellen Highlights der höheren Welten, den Beschreibungen von Frieden und Liebe, der Anwesenheit von Engeln, der Erfahrung von Einssein und Schönheit, aber sie wollen nicht durch das Tor der Leere gehen, weil Leere der Tod und die Nichtexistenz des Mind ist.
und der Mind ist das, womit sie gelernt haben, sich zu identifizieren. Ich will hier nicht sagen, dass Jesus oder Buddha diese Einsicht nicht hatten. Es ist ziemlich sicher, dass sie sie hatten und haben. Auf eine Weise hat sogar jeder von uns diese Einsicht durch den genetischen Mind, aber nur sehr wenige, die als Menschen auf diesem Planeten inkarniert waren, haben diese Einsicht aus Erfahrung gewonnen und nicht nur durch verbale oder symbolhafte Abstraktionen des genetischen Mind. Jesus hat sich auf der Erde manifestiert, um die Menschen seines Zeitalters zu lehren, dass Tod nicht wirklich ist. Dass Gott nicht da draußen ist, sondern innerhalb des Individuums. Und dass jedes Individuum allen anderen gleichrangig ist. Dass die menschliche Rasse Opfer der Versklavung des Geldmachtnetzwerkes ist. Und dass die Menschheit, solange bis sie ihre eigene spirituelle Natur erkennt und ausdrücken würde, eine Marionette derer bleiben würde, die die Macht innehaben. Und so ist es bisher auch gewesen. Von Beginn an ist die Einsichtsfähigkeit in das souveräne Integral eine Widerspiegelung des Zeitalters, in dem wir leben. Als erste Wesen erschaffen die Souveränen ein Mind. Ein Gefäß, in dem Trennungen erscheinen konnten. Und von dem Augenblick an war die Individualität geboren. Über Milliarden von Jahren hinweg erschufen die Souveränen des Mind das Universum, wie wir es kennen. Sie erschufen die Dimensionen des höheren Mind und diese Mind-Schöpfung manifestierte dann nach und nach Schöpfungen eines niederen Mind. Es war innerhalb der Schwingungsfrequenz des niederen Mind, dass die Souveränen begannen zu vergessen, dass sie erste Wesen waren. Sie sahen sich die Welten an, die erschaffen worden waren, und fragten sich, wer hat dieses Universum erschaffen? Wer steht hinter dieser wunderbaren und magischen Welt? Und doch dämmerte es den Souveränen nie, dass sie es selbst waren, die das Universum erschaffen hatten und deren Widerspiegelung die Natur ist. Und so begannen die Souveränen, einen Gott zu erschaffen oder das Konzept eines höchsten Wesens, als hinter der Schöpfung stehendes Wesen. Gott war der Schöpfer all dessen, was in der Natur existierte, im gesamten Multiversum, und die Souveränen verloren an Macht, und ihr Sinn für ihre Verantwortlichkeit gegenüber der Natur ließ auch nach. So wurde die Vorstellung eines von uns getrennten Gottes geboren, in dem Maße, wie sich die Souveränen in Rassen interdimensionaler Wesen aufteilten, entwickelten sie eine schier unendliche Vielfalt von Schöpfungen, von denen die Menschheit nur durch Symbole und Fragmente von Geschichten einen winzigen Bruchteil kennt und die meisten davon, selbst wenn man sich an sie überhaupt erinnert, werden gar nicht mehr geglaubt, da der Verstand diese Geschichten in den Mülleimer der Mythologie verbannt hat. Dann erschienen Anus Vorfahren und mit ihnen begann die Erschaffung des menschlichen Instrumentes. Obwohl es ungeschliffen war, gemessen an uns heutigen Menschen, war das menschliche Instrument dieser Ära nichtsdestoweniger brillant ausgeklügelt. Als Anu begann, die nächste Weiterentwicklung des menschlichen Instrumentes zu schaffen, erkannte er, wie die Souveränen ihre Herkunft vergessen hatten und die Schöpfung einem höchsten Wesen zusprachen. Die Souveränen, die die interdimensionalen Wesen geworden waren, die wir als die Atlanter kennen, waren die perfekte Wahl, die menschlichen Instrumente mit Leben zu erfüllen. Denn trotz ihrer weit entwickelten spirituellen Fähigkeiten
hatten sie keinerlei Erfahrung mit Täuschung. Das ist übrigens etwas, was es vielleicht wert ist, besonders hervorzuheben. Diejenigen, die spirituell ausgerichtet sind, sind oft diejenigen, die am leichtesten zu manipulieren sind, weil sie einen angeborenen Sinn für Vertrauen haben. Die Atlanta wurden dann durch Täuschungsmanöver Anus dahin überredet, menschliche Instrumente zu bewohnen, und die Souveränen wurden menschlich. Jedoch wurde nicht jeder Atlanta eingelullt und dem Prozess der Versklavung als Mensch unterworfen. Es gab einige, die den Ausgang des menschlichen Projektes, das Anu durchführte, vorhersagten, und diese flohen innerhalb einer dimensionalen Nische auf der Erde in die Tiefen dessen, was wir heute den Atlantischen Ozean nennen. Es waren diese Atlanta, die in der Mythologie als Elohim oder die Shining Ones, in Klammern die Leuchtenden, bekannt wurden. Und es sind eben diese, die wir heute als Wingmakers kennen. Diese Wesen haben die Menschheitsfamilie seit ihren ersten Schritten auf einem dichter werdenden Planet namens Erde vor Millionen von Jahren beobachtet. Sie waren für die Menschheit eine Quelle von Wohlwollen, denn sie sind menschlich in jeder Hinsicht. Dass sie kein SMG-Programm oder Systeme haben und kein menschliches Instrument, das die Souveränen innerhalb des menschlichen Instrumentes daran hindert, erkennen, dass sie gegenwärtig sind. Und wie sind die Souveränen gegenwärtig? In jedem Atemzug, der dem menschlichen Instrument Leben schenkt. Es ist der Atem, in dem die Gegenwart des souveränen Wesens lebendig ist. Bei Lyricus gibt es einen Spruch: Wenn du nicht in deinem Atem bist, bist du in deinem Mind. Das ist zugegebenermaßen ein abstraktes Konzept des SMG. Aber das Souveräne lebt am Kreuzungspunkt von Leben und Natur. Und das ist der Atem. Die Wingmakers sind nicht die Führer, Engel, aufgestiegenen Meister oder Götter, die in den Dimensionen des Systems des menschlichen Geistes existieren. Sie leben innerhalb der interdimensionalen Felder des höheren Mind und ebenso wie weise Älteste der Menschheitsfamilie stellen sie die Paradigmen des souveränen Integrals und des großen Portals bereit. Sie konzentrieren sich ausschließlich auf diese beiden Paradigmen, weil aus diesen beiden der Ausgangspunkt, in Klammern, erster Punkt, entspringt, der dem Individuum erlaubt, die Programme, die das eine, das Gleiche und das Wahre vor sich selbst verbergen, aufzulösen. Die Wingmakers haben den Begriff souveränes Integral erschaffen, um darin die Bedeutung zu kodieren, dass das, was durch den Atem belebt wird, mehr ist als ein physischer Körper, der aus Kreisläufen von Gefühlen und Gedanken zusammengesetzt ist. Die größten spirituellen Forschenden erkannten dies und haben verstanden, dass die menschliche Seele in jedem Zeitalter neu definiert wird, und während sich die Definitionen zwar ändern, bleibt sie doch das konstante Gewahrsein sowohl des Unendlichen als auch den Endlichen, sowohl des Wirklichen als auch des Unwirklichen. Man kann dieses Interview und das Gefühl einer unfassbar existenziellen Enthüllung haben, oder dass die eigenen Vorstellungen von Gott, Geist, Seele und allem, was damit zusammenhängt, die wir gelernt haben oder freiwillig glauben, herausgefordert sind.
Sogar diejenigen, die den Wingmakers Materialien bisher mit Begeisterung gefolgt sind, werden finden, dass ich den Tenor dieser Materialien mit diesem Interview irgendwie verändert habe. Wenn du jemals zu irgendeinem exotischen Bestimmungsort aufgebrochen bist, einem, der kulturell ganz anders ist als dort, wo du lebst, dann weißt du aus Erfahrung, dass wenn du im Flugzeug sitzt und über den Ort fliegst, wo du hin willst, die Kultur noch nicht erfahren hast. Gleichgültig, wie sehr du dich vorher schon mit ihr beschäftigt hast. Wenn du in deinem Hotel ankommst, bleibst du immer noch außerhalb der Kultur, obwohl du an den Pflanzen und Tieren, der Architektur und den Gebäuden, den Menschen auf der Straße die Unterschiede erkennen kannst. Aber immer noch bleibst du ein Beobachter der Kultur, kein Beteiligter. Erst wenn du die Sprache der Menschen erlernst, wenn du den Menschen in ihren eigenen Unterkünften, Häusern, Geschäften, Cafés, Sportstadien, Schulen, Kirchen begegnest, erst dann beginnst du, die Kultur zu verstehen. Ebenso ist es mit dem Brückenbau zwischen dem Gott-Geist-Seelen-Komplex und dem souveränen Integral. Es gibt nichts Exotischeres oder Außergewöhnlicheres als die Sprache und die Wohnstadt des souveränen Integrals. Und je tiefer du in dieses Land reist, desto seltsamer wird es dir erscheinen. Wenn ich all das, was ist, 1998 enthüllt hätte oder es jetzt, 10 Jahre später, in seinem ganzen Ausmaß offenlegen würde, könnte die Brücke nur eine Handvoll Menschen tragen. Sie würde den meisten viel zu schwankend und gefährlich vorkommen, um sich darauf zu wagen. Und viele, die neugierig oder versucht sein würden, von anderen überredet werden, sie nicht zu betreten, weil sie einfach zu viel vertrauenswürdig wäre. Also wurde die Brücke so gebaut, dass sie bestimmte Menschen dort abholte, wo sie lebten und ihrem Glauben entsprechend. Diejenigen, die mit dem Schlüsselbegriffen und Definitionen in Resonanz waren oder sich von der Lyrik, der Musik oder Kunst angesprochen fühlten, sie fanden etwas, das ihnen ein Gefühl der Verbindung gab, ein Gefühl der Neugierde, und es war genug, sie auf die Brücke kommen zu lassen. Um meine frühere Metapher noch einmal zu benutzen, sie landen jetzt auf dem Flughafen. Sie sehen jetzt das exotische Land des souveränen Integrals vom Sitz des Flugzeuges aus, schauen durch ein kleines Fenster in eine weite, neue Welt. Denkt daran, erster Punkt, Ausgangspunkt, wenn ihr aus dem Flugzeug steigt, ist euer Atem, euer Herz und die Tugenden seiner Weisheit. Denn dies ist kein Bestimmungsort, wo die Sprache aus irgendetwas anderem als dem Atem, dem Selbstausdruck, durch die Herztugenden ist. So einfach ist es. Ich bin mir darüber im Klaren, dass viele, die dieses Interview lesen, hunderte von weiteren Fragen haben werden, die ihnen im Kopf herumschwirren, und davon sind vielleicht nur 2 oder 3 im Augenblick wirklich wichtig. Aber das Bedürfnis nach mehr Information und Wissen ist eine überaus machtvolle Sucht des SMG. Mein Rat an euch wäre, eure Aufmerksamkeit von dem Suchen nach mehr Information und Wissen darauf zu lenken, die Herztugenden auf euch selbst anzuwenden und auf alle anderen in eurem lokalen Multiversum. Und dann einfach auf euren Atem zu lauschen. Und jedes Mal, wenn ihr eure Aufmerksamkeit auf euren Atem lenkt, neigt euch ein wenig näher hin zu diesem Wesen in euch,
im innersten Punkt eurer Existenz. Fühlt, wie diese Verbindung stärker wird und seid getrost, dass alle Wände, die zwischen euch errichtet wurden oder noch errichtet werden, niedergerissen werden. Wenn ihr euch darauf sammelt, werdet ihr Zugang zu allem haben, einschließlich der Sprache des souveränen Integrals und wie ihr seine Kultur in euch wiedererwecken könnt und von dort aus leben könnt, wo es lebt. Es ist die Ära der Transparenz und Expansion. Nunti Sunya. Von meinem Herzen zu deinem, James. Du bist frei, diese Arbeit mit anderen zu teilen, zu kopieren, verbreiten und übertragen, sie neu auszubreiten, in Klammern sie anzupassen, unter folgenden Bedingungen. Du musst als Copyright-Vermerk Folgendes angeben: Copyright 2008 wingmakers.com, lyricus.org und eventtemples.org. Habe ich hiermit getan und werde ich auch noch runterschreiben. Und bei jeder Verwendung oder Weitergabe den anderen gegenüber auch diese Copyright-Bedingungen deutlich machen. Jede der vorgenannten Bedingungen entfällt, wenn du entsprechende Erlaubnis vom Copyright-Inhaber bekommst. Nichts in dieser Erlaubnis schränkt die moralischen Rechte des Autors ein. Copyright, Seite 43 am Ende. Copyright 2008 wingmakers.com, lyricus.org und eventtemples.org.